Werden die Maschinen bald klüger sein als wir? Und was machen wir dann mit ihnen? Und vor allem sie mit uns? Das sind die Fragen, die uns heute Abend hier beschäftigen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der neuen Talkreihe Science On, organisiert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bundeskunsthalle Bonn. Diese neue Veranstaltungsreihe will klarmachen, dass Forschung und Wissenschaft nicht irgendwo stattfinden, in irgendwelchen Elfenbeintürmen, sondern ganz konkret an Sie herantragen, an das Publikum, Ihnen die Chance geben, dass Sie Fragen stellen können, direkt an Experten teilnehmen können. Gerade bei künstlicher Intelligenz ist das so eine Sache, ist ein großes Wort, aber was dahinter steckt, das wissen wir manchmal gar nicht so ganz genau. Ich bin Cecile Schortmann, Journalistin und Fernsehmoderatorin für Dreisat und für das HR-Fernsehen aus dem Bereich Kultur. Ja, die künstliche Intelligenz, das ist eben so eine Sache. Wo bringt die uns hin? Wie weit wird das gehen? Mal eine kurze Frage an dieser Stelle. Wer von Ihnen hat kein Smartphone? Oh, wow, immerhin. Sind ja einige, aber gemessen an Hunderten von, ich weiß nicht genau, ich glaube 300 Leute sind hier, sind es doch relativ wenige. Die meisten haben eins, diese künstliche Intelligenz, kennen das, ne? Man sucht da alles Mögliche. Die spielt ganz schön rein in unseren Alltag schon, das machen wir uns oft gar nicht so klar. Und ja, wo bringt sie uns eigentlich hin? Was ist eigentlich die Zukunft? Was macht sie mit uns? Klar ist, dass sie viele Chancen birgt, aber eben auch Risiken. Der Pionier der künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky, der hat schon vor langer Zeit prophezeit, wenn wir Glück haben, dann werden die Roboter uns mal als Haustiere halten. Mal sehen, das klingt zwar eher nach einer Idee noch immer für einen guten Science-Fiction-Film, aber wer weiß, die Entwicklungen, die sind rasant, gerade was die Sprach- und Bilderkennung zum Beispiel betrifft. Da ja, passiert seit einigen Jahren einiges und das hört gar nicht mehr auf. Es ist ein epochaler Wandel im Gange, das ist nicht zu übersehen. Und über diesen Wandel wollen wir sprechen, ihn uns klar machen heute Abend, überzeugt davon, dass eben die künstliche Intelligenz nicht nur was ist, mit dem sich Silicon Valley Freaks beschäftigen sollten, nur Fachleute, sondern wir alle, wir Bürger müssen Bescheid wissen, was da passiert und müssen wissen, wie wir mit dieser künstlichen Intelligenz am besten umgehen, damit sie uns eben nicht überrollt, wir nicht irgendwann zu fremdbestimmten, vollkommen gläsernen Menschen werden. Wir haben dafür hochkarätige Gäste eingeladen, denen ich nachher auf dem Podium hoffentlich genau die Fragen stelle, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Aber eben Sie können sich auch direkt einmischen und müssen dafür gar nicht wild winken, sondern dafür zuständig ist mein Kollege Burkhard Weiß, ebenfalls Fernsehmoderator. Sie müssen ihm nur ein kleines Zeichen geben. Burkhard, komm doch mal auf die Bühne, damit die Leute wissen, an wen sie sich vertrauensvoll wenden können. Guten Tag. Dankeschön. Auch in meinem Namen möchte ich Sie nochmal recht herzlich willkommen heißen zu dieser ganz besonderen Talkreihe. Und diese Talkreihe ist nicht nur besonders, weil, wie du es schon gesagt hast, sie mit hochkarätigen und wirklich illustren Experten und Expertinnen besetzt ist, sondern weil Sie als Publikum, das heißt also jeder, der heute hier ist, auch die Chance und die Möglichkeit hat, einfach aktiv an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen und sie mitzugestalten. Das heißt, Sie sind alle herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Meinungen zu äußern oder auch die ein oder andere kritische Anmerkung zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, denn ich befinde mich nicht auf der Bühne wie Cecile, sondern die ganze Zeit irgendwo um Sie rum. Bitte verstehen Sie das nicht als Drohung. Das heißt, wenn Sie Verständnisfragen haben oder Sie haben vielleicht mal eine kritische Anmerkung und können den ein oder anderen Experten hier oben mal ins Schwitzen bringen. Dann tun Sie das. Geben Sie mir Bescheid. Ich bin ratzfatz bei Ihnen. Kurzum, benutzen Sie mich. Ich freue mich drauf. An der Stelle sei schon mal kurz gesagt, weil dieses Thema ist komplex, sehr umfangreich. Die Gefahr ist immer, dass man ein bisschen alles durcheinander bringt. Wir wollen in dem ersten Gesprächsblock über den Ist-Zustand reden, dann über die Chancen und Risiken und am Schluss über die Visionen, was die Zukunft betrifft. Insofern wäre es super, wenn Sie sich auch entsprechend der Blöcke an diese Fragen ungefähr halten. Daran erinnere ich aber nachher nochmal, weil sonst greifen wir vielleicht zu viel vor und dann geht es doch wieder alles durcheinander. Also Sie merken, wir haben einen Plan. Mhm. Du bist also heute Abend der rasende Reporter. Machst du sonst viel Sport? Die Frage tut tatsächlich ein bisschen weh, ist es hier. Man sieht, ja, ich weiß, aber ja, aber ab und zu.
lasse ich es mir nicht entgehen, auch mal um einen Block zu laufen. Aber nicht mit einem Personal Trainer? Tatsächlich nein. So ganz alleine, den brauchst du auch gar nicht mehr. Es gibt nämlich eine intelligente Trainingskleidung. Das heißt, sie brauchen niemanden mehr, der sie animiert, sondern diese Trainingskleidung kann sie so richtig ins Schwitzen bringen mit Stimme und so weiter. Aber bevor ich das erkläre, wir machen es Ihnen vor. Hier eine kleine Performance. Bis gleich. Hi, I am David, your personal coach. Let me get to know you, now stand still. Move your left arm to the front with your chest muscle twice. Now put down your arms, and curl your right arm with your bicep twice. Perfect. Let's start with push-ups, get ready. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Start. Slow down. Go deeper. That's it. Keep it up. Well done. In the future, remember to make slow and controlled movement. Würde ich mal sagen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen mitgeschwitzt. Wenn man sich das jetzt vorstellt, so eine Stunde lang, dann kann man da ganz schön, ne? Also das ist schon eine Anstrengung, ja. Entwickelt wurde diese intelligente Trainingskleidung am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. In Ihrer Abteilung, Professor Paul Lukowitsch. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Sie haben dafür einen Preis bekommen. Welcher ist es? Das war der Fashion Fusion Wettbewerb von der Deutschen Telekom. Das haben auch die Jungs im Rahmen des Wettbewerbs entwickelt und die haben sozusagen am DFKI vor allem die Grundtechnologie dafür geliefert. Wie sind Sie auf die Idee gekommen oder Ihre Jungs, Ihre Abteilung? Also zunächst mal die Technologie, da ging es darum, wie kann man über das, was man heute kaufen kann, so diese Sensoren, die so ein bisschen Bewegung erfassen, einfach noch bequemer und mehr im Bereich Sport erfassen. Und da war ja so diese intelligente Druckmatte entwickelt, die da drin ist. Und dann haben die uns gesagt, gut, da wollen wir jetzt, wir haben jetzt hier einer der Co-Entwickler, der Bo ist dabei, ist ein ganz überzeugter Sportler. Das sieht man, wenn man sich ihm anguckt auch, da fragt ihn keiner, ob er Sport treibt. Und da haben sie gesagt, ja, wir wollen das in so ein T-Shirt dann mal einbetten. Ich muss immer kurz sagen, bei meinem Kollegen sieht man das natürlich auch. Das war nur eine kleine Frage, um zum Thema zu kommen. Ne? Wie funktioniert es genau? Also da drin ist so ein Stück Stoff. Man sieht hier, das sind eigentlich drei Stücke Stoff. Bei dem einen hat man die Linien so in die Richtung, die leiten. Bei dem anderen in die Richtung. Und in der Mitte ist so ein Stift Carbonstoff. Wenn man den zusammendrückt, dann verändert sich der elektrische Widerstand. Das heißt, an jeder Stelle, wo sich so eine Linie und so eine Linie kreuzt, habe ich so einen kleinen Drucksensor wie so einen Knopf. Von denen gibt es natürlich hier ganz viele und das hat der jetzt hier einerseits vorne im Bereich der Brustmuskulatur, andererseits im Bereich des Bizeps eingebaut und dadurch kann eben, wenn er jetzt hier die Push-Ups macht, tatsächlich erfasst werden, was die Muskeln tun. Also wenn man Muskeln hat, dann verändern sie ihre Form und diesen Druck kann man dann erfassen. Das heißt, ich kann damit eigentlich hier in diese Kleidung viel besser erfassen, wie die Übung gemacht wird, als wenn ich irgendwie nur die Handbewegung betrachte. Ist es wirklich eine Alternative zum Personal Trainer, zum Fitnesstrainer, wo ein echter Mensch steht und sagt, so mach das doch noch mal ein bisschen anders und ein bisschen besser und ein bisschen tiefer und ein bisschen intensiver? Ich glaube, bei den meisten diesen Dingen geht es gar nicht so sehr, die Menschen zu ersetzen, sondern eigentlich das Zusammenspiel von Mensch und dem Training zu verbessern. Das heißt, im Endeffekt kann ich damit tatsächlich meine Übungen machen. Ich bekomme ein Feedback, ich kann damit Sachen aufnehmen, die kann ich dann mit dem Trainer besprechen und habe dadurch eigentlich ein besseres Bild, als wenn ich nur einmal die Woche mit dem Trainer trainiere. Ich glaube, das ist wirklich eine andere Art zu trainieren, als einfach nur mit dem menschlichen Trainer. Und finanziell gesehen, das ist jetzt noch so eine Art Vorreiter, das ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt, aber wird das irgendwann so sein, dass es auch leicht erschwinglich ist und man sagt, gut, das habe ich zu Hause
Und je nachdem arbeite ich mit dieser intelligenten Trainingsgeschichte oder halt mit einem Trainer noch dazu, mit dem echten. Ich denke, die Idee ist, dass solche Dinge nicht mehr kosten, als das heute die Sportausrüstung tut. Wenn Sie jetzt so ein Marken-T-Shirt, sage ich mal, kaufen, da werden Sie da schon auch ordentlich was für los. Und dann irgendwann mal da die Technologie einzubauen, ist nicht etwas, was das langfristig in eine andere Größenordnung befördern sollte. Was ist die größte Herausforderung dabei, sowas zu entwickeln? Wenn Sie das tatsächlich in Kleidung einbauen wollen, dann sind so die Dinge, das wird wie Kleidung behandelt. Das wird nicht waschen. Der eine oder andere schmeißt nach dem Boden und trampelt dann nochmal drauf. Und das sind einfach so die Dinge, das so zu bauen, dass das irgendwie in die Kleidung ist und nicht stört und eben diese Behandlung langfristig aushält, da wird es halt schwierig. Mhm. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für diese Vorführung. Herr Lukowitsch, Sie dürfen gleich auf dem Podium bleiben, denn Herr Redmer von Google, der hat heute kurzfristig abgesagt, weil er mit Fieber im Bett liegt. Dafür wird Herr Lukowitsch uns netterweise begleiten. Und ich bitte die anderen natürlichen Intelligenzen auf die Bühne. Das ist einmal Katharina Anna Zweig. Sie ist Professorin an der TU Kaiserslautern. Sie analysiert... Ja. Sie beschäftigt sich damit, komplexe Netzwerke und Algorithmen zu analysieren. Und sie hat eine Initiative gegründet, die sich Algorithm Watch nennt. Das heißt, sie möchte mehr Kontrolle über Algorithmen und guckt, wie das funktionieren kann. Das wird sie uns auch erklären. Für sie ist künstliche Intelligenz immer wieder überraschend. Ruth Hagengruber, für sie ist künstliche Intelligenz eine Ursprungsvision der Menschheit. Also sie greift ganz früh zurück. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Paderborn und beschäftigt sich unter anderem eben auch mit den philosophischen Aspekten der künstlichen Intelligenz und auch so mit Fragen zum Beispiel, wie kreative überhaupt künstliche Intelligenz sein kann. Christian Baukhage von der Uni hier in Bonn. Für ihn ist künstliche Intelligenz die Erzeugung von Maschinen, die sehen, hören, planen und sogar entscheiden können. Er ist Professor für Informatik und Lead Scientist für Machine Learning am IAIS, Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme. Er sieht die Menschheit ganz klar vor einer Zeitenwende. Ja, fehl noch ich in der Mitte und wir können loslegen. Herr Baukhage. Herr Baukhage. Mal ganz, also Sie haben schon gesagt, für Sie ist künstliche Intelligenz, wenn Maschinen eben sehen, hören, entscheiden können und so weiter. Trotzdem noch mal ganz kurz zum genaueren Verständnis, so kurz und knackig, was ist künstliche Intelligenz eigentlich genau? Das ist wirklich die Entwicklung von Algorithmen, die in der Lage sind, menschliche Kognitionsleistungen zu erbringen. Also wie gesagt, sehen, hören, planen, entscheiden, umplanen, derartige Sachen. Da hat es in letzter Zeit dramatische Fortschritte gegeben. Ich erwarte, dass es da weitere dramatische Fortschritte gibt. Jetzt ist es eigentlich, sage ich mal, ein alter Schuh. Man forscht schon seit vielen Jahrzehnten an einer solchen künstlichen Intelligenz. Wie Sie sagen, hat es aber in den letzten Jahren erst diese rasanten Fortschritte gegeben. Wie weit ist die künstliche Intelligenz jetzt schon im Jahre 2017? Was kann sie, was nicht? Das heißt, wie echt ist sie schon? Sie ist tatsächlich sehr weit. Das stimmt, Frau Strothmann hat recht. Die erste Phase der Forschung zur künstlichen Intelligenz war schon in den 1940er Jahren, direkt nachdem die ersten elektronischen Computer entwickelt worden waren, haben sich die Leute gedacht, na, dann können wir doch jetzt Elektronengehirne bauen. Dann stellte sich heraus, dass das wirklich ein schwieriges Problem ist, intelligente Leistungen auf Computern zu programmieren oder zu implementieren. Da hat sich zuletzt was getan im Bereich der künstlichen neuronalen Netze. Und diese künstlichen neuronalen Netze haben in den letzten 5, 6, 7 Jahren zu Durchbrüchen in der Bildanalyse, in der Sprachanalyse, in der Textanalyse, in der medizinischen Diagnostik, in der Entwicklung von Medikamenten, in der Vorhersage von finanziellen Entwicklungen und so weiter geführt. Auch in der Robotik natürlich. Frau Zweig, wo sind jetzt die größten Herausforderungen? Was kann die KI konkret noch nicht? Oh, ich glaube, dafür bin ich der falsche Experte. Oder sagen Sie es? Es ist tatsächlich so, eigentlich kann sie mittlerweile schon fast alles. Kann alles das, was sie kann, zum Teil noch nicht so gut wie wir Menschen, zum Teil kann sie es besser. In der medizinischen Diagnostik lässt künstliche Intelligenz medizinische Experten mittlerweile alt aussehen. Wir sind wirklich am Beginn einer neuen Zeit. Mhm.
Frau Hagengruber, wie sieht das mit dem Bewusstsein aus? Das ist ja immer was, was man sagt, die künstliche Intelligenz, hat sie ein Bewusstsein? Hat sie das schon? Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich davon abhängt, wie wir nun die Kreativität, ob wir das der Maschine zuschreiben. Ich würde sagen, und ich denke, das können wir mit gutem Recht sagen, sie hat natürlich noch kein Bewusstsein und das wird uns auch für uns selbst erhalten bleiben, denn wir werden immer die Maschine und das, was die Maschine tut, transzendieren können. Nicht? Das ist eigentlich, das liegt in der Natur der Sache. Genauso wie es in der Natur der Sache liegt, dass wir wünschen, etwas zu bauen, was die Fähigkeiten, die wir haben, nachahmt oder eben auch darstellt. Mhm. Herr Lukowitsch, ja. Was würden Sie sagen, wo steht die künstliche Intelligenz in diesem Moment? Sie kann sehr viel. Vor allem kann sie sehr viele Probleme, die so mit Maschinen, die mit der reellen Welt interagieren, zu tun haben. So selbstfahrende Autos, Roboter, Spracherkennung. Was mir aber wichtig ist, also ich finde, Sie haben mich so ein bisschen gefragt, was ich unter künstlicher Intelligenz verstehe. Und ich glaube, für mich ist vor allem der Name extrem unglücklich, künstliche Intelligenz. Denn wenn ich was künstlich bauen möchte, dann sollte ich zunächst mal gut verstehen, was das Natürliche ist. Und ich denke, das verstehen wir bei Intelligenz noch nicht wirklich. Das heißt, ich sehe das viel pragmatischer. Es ist einfach eine Technologie, wo Maschinen sehr, sehr schwierige Dinge in der reellen Welt lösen können. Sie tun das im Endeffekt einfach mal, ich sag mal so für die mathematisch-Leute orientierten unten uns mit ganz vielen Vektor-Matrix-Multiplikationen und ein bisschen Suchalgorithmen. Ja. Also hinter dem Ganzen steckt einfach primär Statistik, komplexe Suchalgorithmen, davon Bewusstsein zu reden. Das ist dieser emotionsgeladene Begriff der Intelligenz, der uns dazu verleitet. Aber naja gut, wir wissen ja nicht, wie Turing gesagt hat, sozusagen, ob der Schüler, mit dem wir sprechen, nicht sowieso auch nur sozusagen so eine Abfolge von Algorithmen und so weiter. Das ist die spannende Frage. Ja. Das ist aber das ist interessant, dass Sie das sagen. Ich habe heute Morgen zufällig einen Artikel gelesen von Wolf Singer, von dem Hirnforscher. Und tatsächlich ist ja die Erforschung des Gehirns noch nicht zu Ende. Und insofern kann das Gehirn überhaupt das Vorbild sein für die künstliche Intelligenz, beziehungsweise wie müsste man sonst nennen, weil mit dem Gehirn, das man selber noch nicht zu Ende erforscht hat, kann man es ja nicht wirklich dann vergleichen, oder? Es ist so, wir sind an vielen Stellen durchaus inspiriert, denn wir wollen Dinge tun, die der Mensch auch tut. Also das steht ganz klar im Vordergrund. Ob wir das genauso tun müssen wie das Gehirn, das ist gar nicht gesagt. Die Maschinen können was anders. Sich aber von dem sehr erfolgreichen Original inspirieren zu lassen, ist durchaus nicht dumm. Ob wir das genauso wollen wie das Gehirn, Frau Zweig, Algorithmen. Erstmal, bevor wir definieren, wie sich Algorithmen auch verändert haben und wie weit sie nämlich nicht mehr genauso fassbar sind, also dass praktisch auch die Menschen davor sitzen und sagen, oh, das funktioniert aber jetzt ganz anders, als ich das vielleicht gemacht hätte, also dass das für den Menschen gar nicht mehr so genau nachvollziehen ist, sich irgendwo anders hin entwickelt. Was ist ein Algorithmus genau? Ja, ich erkläre das eigentlich immer gerne damit, was erklärt man jemandem, der als Praktikant oder Praktikantin in einen Raum kommt, ja, und der zum Beispiel fragt, wie recherchiere ich ein Thema? Da werden Sie vielleicht ein Beispiel nennen, aber Sie werden auch allgemeine Lösungsschritte nennen. Und genau das machen wir mit unseren Computern. Und da es jetzt diese Computer gibt, und das ist ja das einzige Ding, das genau das tut, was ich sage und nicht das, was ich meine, müssen wir bei Algorithmen also sehr fein definieren, was die einzelnen Lösungsschritte sind, um im Allgemeinen ein Problem zu lösen. So, und warum im Allgemeinen? Naja, für Ihr Navigationsgerät wäre es jetzt sehr ungünstig, wenn wir von Hamburg nach Kiel erstmal sagen müssten, wie das jetzt ginge, und von München nach Kaiserslautern, sondern wir geben einen allgemeinen Lösungsweg vor, wie man eben von einer Stadt zur anderen kommt. Aber das sind die klassischen Algorithmen. Das sind nicht die, von denen wir hier heute reden. Bei denen ist eigentlich alles noch ziemlich klar. Wenn da Fehler gemacht werden, dann ist es derjenige, der den gebaut hat, den Algorithmus, oder derjenige, der den implementiert hat, also auf den Computer übersetzt hat. Spannend wird es halt dann, wenn wir Algorithmen haben, die einen Teil von Entscheidungen lernen aus Daten. Und dann wird es spannend, denn dann ist nicht mehr so ganz klar, wer ist denn dafür jetzt verantwortlich, wenn in den Daten Fehler sind, wenn in den Daten Diskriminierungen drin sind. Und deswegen, denke ich, müssen wir darüber reden. Wir reden nachher darüber, was Sie tun. Herr Baukhage, neuronale Netzwerke, das ist noch so ein Begriff,
der wichtig ist in dieser Diskussion. Man ist noch nicht so weit, das menschliche neuronale Netzwerk nachzubauen, also oder wirklich komplex ergriffen zu oder erfasst zu haben. Trotzdem ist man auf dem Weg dahin. Was ist so ein künstliches neuronales Netzwerk und was kann das schon? Vielleicht zunächst mal, es ist tatsächlich so, in den USA gibt es gerade ein sehr großes Forschungskonsortium, da sind einige der Elite-Unis beteiligt, die machen sehr, sehr genaue Aufnahmen des menschlichen Gehirns. Das sind Terabyte große Datensätze, wo wirklich also das Gehirn Neuron für Neuron erfasst wird. Jetzt aber zu den künstlichen neuronalen Netzen, das sind wirklich nur mathematische Approximationen für das, was das menschliche Gehirn macht. Das sind mathematische Modelle, die aus ganz vielen kleinen Funktionen zusammengesetzt werden. Und in diesem Zusammenspiel der ganz vielen kleinen, sehr, sehr dummen Ja- oder Nein-Entscheidungen, die solche künstlichen Neuronen treffen können, ergibt sich plötzlich eine Komplexität, die in der Lage ist, sehr komplizierte Aufgaben zu lösen. Und damit so ein künstliches neuronales Netz das lernen kann, die werden trainiert, Aufgaben zu lösen, brauchen die sehr, sehr viele Trainingsbeispiele. Aber heutzutage im Zeitalter von Big Data ist das kein Problem mehr. Das ist einer der Gründe, weswegen wir plötzlich diese Fortschritte sehen. Und das Training dieser komplexen mathematischen Modelle, die aus vielen einfachen Funktionen zusammengesetzt sind, erfordert sehr viel Rechenzeit. Und auch das ist heute kein Problem mehr. Die Gamer im Raum wissen das. Die modernen Grafikkarten können einiges leisten, wenn es an Hochleistungsrechnungen geht. Das können Sie mittlerweile bei Saturn oder Mediamarkt kaufen, Hochleistungscomputer. Das ist der zweite Grund, weswegen wir plötzlich diese Fortschritte sehen. Viele Trainingsdaten, sehr leistungsstarke Computer, plötzlich Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Mhm. Frau Hagengruber, Sie beschäftigen sich auch mit der Historie. Sie blicken zurück. Und ich habe schon gesagt, für Sie ist künstliche Intelligenz eine Ursprungsvision der Menschen. Wie kann man das zurückverfolgen, dass man eigentlich sagen kann, das, was wir heute erleben, ist gar nicht so erstaunlich, auch wenn das vor 10 Jahren noch kaum jemand für möglich gehalten hat, sondern eigentlich ist es folgerichtig. Ich finde es sehr erstaunlich, dass oft dieser Hype heute so gemacht wird, als würde irgendetwas vom Himmel gefallen sein. Und ich denke, wenn wir unsere Kulturgeschichte angucken, dann sehen wir, also zumindest unsere europäische Kulturgeschichte ist genau so angelegt, dass sie das wissen will. Es gibt ein wunderschönes Stück von also einem berühmten Platon, der sagt, den Weg nach Larissa müssen wir nicht gefahren sein, um ihn zu kennen. Und ich meine, das klingt vielleicht vor 2400 Jahren komisch, aber im Zeitalter des GPS ist das ganz normal, dass man sozusagen ein analoges Erfahrungswissen unterscheidet von einem reinen Wissen. Und es gibt natürlich viele Stufen in der Geschichte der Menschheit. Also da würde ich auch nochmal unterscheiden. Es gibt natürlich diese Vision, den Menschen organisch nachzubauen, also so zwischen Prometheus und Ushiguro, heißt er so, ja, der heute sozusagen das nachmalt. Diese Vision gibt es natürlich auch, und Automatenmenschen nachzubauen und so weiter. Und es ist andererseits aber auch diese analytische Kompetenz, sozusagen der Rekonstruktion. Das, was Sie vorhin gesagt haben, dann wäre die Frage, wenn man das so rekonstruiert und wieder zusammenbaut, ob dann wirklich je das rauskommt, sozusagen das Gehirn rekonstruieren und so weiter. Aber diese Idee gibt es natürlich. Und da würde ich sagen, die große Veränderung heute findet doch darin statt, dass man bis zu Laplace oder 18. Jahrhundert gedacht hat, wenn man rekonstruiert und genau weiß, wie man die Welt gebaut hat bis zu dem Moment jetzt, dann könnte man die auch in die Zukunft hineindenken. Aber heute wissen wir, dass wir eben nicht mehr nur in einem so, was soll ich sagen, zweidimensionalen Raum vorwärts und rückwärts leben, sondern wir verstehen, dass wir in einer großen Datenmenge sind, die permanent sozusagen eine andere Reaktion von uns will und die Zukunft berechnen und so weiter völlig absurd macht. Noch eine Frage, bevor wir ans Publikum öffnen. Also Sie sagen, dass es praktisch in der menschlichen Existenz begründet ist oder in der Natur, dass er sich selber überflügeln will. Aber wie weit würden Sie sagen, jetzt mit diesem technischen Fortschritt, den wir jetzt 2017 schon haben, verändert das diese Existenz?
Also ich würde festhalten, dass es sind natürlich immer auch qualitative Sprünge. Diese qualitativen Sprünge hängen davon ab, dass ich mich heute in eine Welt bewege. Ich habe gerade eben zu meiner Tochter gesagt, auf dem Weg hierher, wir bewegen uns als Datenmengen. Wir bewegen uns eben nicht mehr auf der Struktur, Sprache und so weiter, sondern wir bewegen uns als Datenmengen durch den Raum. Alles, was ich in der Wissenschaft zu tun habe, meine Scans und so weiter, das sind jetzt eben einfach nicht mehr faktische Gegenstände. Das ist natürlich, wird es etwas anderes sein, wenn ich meine Datenmengen jetzt durch die ganze Welt schicke, als wenn ich die Autos durch die Welt schicke. Das wird sich sozusagen strukturell anders auswirken. Jetzt würde ich wieder sagen, von der Idee her meine ich, die Idee ist immer dieselbe. Nicht? Das ist von der Antike oder die ist uns eingepflanzt. Wir sagen, ja, wir wollen das entweder schaffen. Einerseits denken wir uns vollständig determiniert und denken, wir können eh nicht viel. Auf der anderen Seite denken wir können das alles und nochmal. Robert, ich danke Ihnen. Wir öffnen jetzt mal ans Publikum. Burkhard, du bist da oben und jetzt sind wir mal gespannt, ob schon jemand was fragen möchte zu dem, was Sie gerade gesagt wurde. Zum Ist-Stand der Dinge. Ja, da sind nämlich von den Aussagen, die da vorne getroffen werden, das geht mir tatsächlich ähnlich wie Ihnen. Das, was wir hier gerade erleben, ist die sogenannte aktive Stille. Das heißt, jetzt kriegt man diese ganzen Informationen und denkt sich erstmal, wow. Baukage hat gesagt, Verzeihung, ich gehe einmal ganz kurz hier durch, ich suche nämlich auch noch einen Platz. Beginn einer neuen Zeit, Frau Hagengruber hat gesagt, wir bewegen uns als Datenmengen durch die Gegend. Steh doch mal ganz kurz auf. Du bist der erste Fragensteller. Das ist einen kleinen Applaus wert, würde ich sagen. Wie heißt du? David Schenk. Hallo. David, was hast du für eine Frage? Ja, also ich studiere auch Informatik und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Das interessiert mich. Und was ich so feststelle, ist, dass ja die Begrenzung eigentlich darin liegt, dass die Intuition durch so ein neuronales Netz ja nicht existiert. Also ne, es sind Funktionen, es ist quasi schon ein Weg vorbestimmt durch die Daten, durch die Trainingsdaten. Und kann die KI oder forscht man in die Richtung, dass man sagt, irgendwann eine intuitive KI entwickeln, dass es da neue Möglichkeiten gibt? Eine Frage habe ich noch. Du darfst dir jetzt aussuchen von den vielen, wer die Frage beantworten darf. Der Herr Burkhardt. Herr Baukage. Ja. Kein Problem. Ja. Informatiker. Es ist wirklich so, also in der Forschung ist das Ziel immer, das Maximale zu erreichen. Von daher ist es keine Überraschung, dass Leute auch daran arbeiten, so etwas wie künstliche Intuition oder möglicherweise auch künstliches Bewusstsein zu erzeugen. Wie das funktioniert, wissen wir jetzt im Jahr 2017 nicht. Ist ganz klar, wir verstehen das menschliche Gehirn nicht. Wir wissen relativ viel über das menschliche Gehirn, aber vergleichsweise wenig. Und das, was wir auf Computern machen, das ist abstrakte Mathematik, die das simuliert. Es scheint aber so zu sein, dass je komplexer diese Berechnungsmodelle werden, und auf eine ganz abstrakte Art kann man sich das Gehirn auch als einen ganz komplexen Berechnungsautomaten, der Informationen verarbeitet, vorstellen. Je komplexer solche Systeme werden, desto weniger vorhersagbar ist, was darin abläuft, und desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann vielleicht Intuition auftritt. Aber das ist vom jetzigen Standpunkt aus, wäre das ein Zufall, so wie die Entdeckung des Penicillin. Dankeschön für die Antwort und vielen Dank für die Frage. Ich komme mal ganz kurz zu Ihnen. Ich weiß, das haben wir nicht abgesprochen. Das sieht man direkt an dem Gesicht, dass das nicht abgesprochen ist. Jetzt, wie heißen Sie eigentlich? Michaela Pöter. Das ist schon mal richtig. So geht's schon mal los. Jetzt haben wir viele verschiedene Sachen hier gehört. Haben Sie denn, sind Sie sehr informiert über künstliche Intelligenz? Haben Sie da schon Vorinformationen? Nee, eigentlich bin ich hingekommen, um was anzuhören. Ja. Da geht es Ihnen wie den meisten hier tatsächlich. Ja, also Sie kriegen ein Gegenlächeln, ein sympathisches von vielen, die um Sie rumsitzen. Was löst das jetzt gerade in Ihnen aus, wenn Sie das jetzt gerade hören? Beginn einer neuen Zeit, wir sind nur noch Datenmengen, es gibt sogar Algorithmus-Watch, dass da jemand drauf aufpasst. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Einerseits scheinen es große Chancen zu sein. Andererseits natürlich auch ein bisschen ja, die Furcht, was wird kommen, werden wir wirklich irgendwann ersetzt werden? Ich glaube, das sind tatsächlich Fragen, die hier in dem Raum vielen Menschen durch den Kopf gehen. Und im Laufe der Veranstaltung werden wir hoffentlich die ein oder andere Frage, die wir alle haben, auch beantworten können, mit Hilfe der wunderbaren Gäste, die wir heute da haben.
Ich habe noch eine Frage, wo steht denn eigentlich Deutschland so international gesehen? Ich habe gerade, also die Chinesen, die wollen ganz nach vorne preschen, haben sie gerade wieder bekannt gegeben. Die USA sind sowieso schon sehr weit und Deutschland reiht sich irgendwo dahinter ein. Was würden Sie sagen, Herr Baukar, Herr Lukowitsch? Ich denke, gerade KI ist in Deutschland ein der Gebiete, die sehr gut vertreten sind. Man hat wie so überall das Problem, dass da teilweise Leute natürlich abwandern, so von so schwarzen Löchern wie Google aufgesaugt werden, auch so die Studenten, aber insgesamt, glaube ich, stehen wir momentan, wie es an vielen Sachen so in der Grundlagenwissenschaft, sehr gut. Die Frage ist natürlich, was davon dann den Schritt findet, um auch Anwendungen und sage ich mal, auch industrielle und kommerziellen Erfolg zu haben. Also, kennt ja die Geschichte von Google, dass sozusagen Internet ursprünglich in CERN in Europa entwickelt wurde, dann aber auch die kommerziellen Erfolge aus Silicon Valley kamen. Wir hören jetzt mal rein, was die Bonner ansonsten so zur künstlichen Intelligenz denken. Wir haben nämlich auch so ein bisschen ein bisschen befragt hier außerhalb des Saales ein paar Leute. Bitte. Künstliche Intelligenz definiere ich als etwas, was nicht menschlich ist. Auch wenn Fehler geschehen können, können sie genauso auch von Menschen geschehen. Ja, ich finde das Wort Intelligenz bei den Sachen, die einem dann so gezeigt und vorgeführt werden, immer etwas übertrieben. Gefährlich, aber auch gut. Insgesamt die ganze Technologieentwicklung finde ich dann gut, wenn die Menschen selber darüber bestimmen können, was mit ihren Daten passiert. Also ethische Fragen spielen natürlich eine Rolle. Wie entscheidet sich das Auto? In 20 Jahren wird vielleicht keiner mehr drüber reden und dann setzt man sich da einfach rein. Das ist schon gut, oder auch Drohnen, die selber fliegen können und so, aber es ist halt auch gefährlich. Vielleicht könnte automatisiertes Fahren halt auch Unfälle vermeiden. Also ich finde es auch gut, nur halt, wenn halt mal die Elektronik nicht richtig funktioniert, dann kann es auch immer noch Probleme geben. Wenn wir dann ersetzt werden, was machen wir dann? Das hatte man beim Computer ja auch mal gedacht. Im Endeffekt hat ja dann die Computerindustrie genauso viele Arbeitsplätze auch wieder geschaffen, wie sie weggenommen hat. Es eröffnet sich ein ganz anderer Arbeitsmarkt, meiner Meinung nach. Also es ist ja oft so, dass gerade auch Pfleger dann vielleicht sehr mitgenommen werden von Sachen, die geschehen. Ich weiß nicht, ob man das Leben einer Person in die Hände einer Maschine oder einer bestimmten Technik legen sollte. Also ich könnte mir das im Demenzbereich vorstellen, wo man halt quasi halt jemanden braucht, der als Sitzwache arbeitet. Zum Beispiel bei Toilettengängen, wenn sowas so eine Maschine übernehmen kann, da helfen kann, das Hinsetzen und so zu übernehmen, das ist schon eine Erleichterung, denke ich. Eine Erleichterung, damit wären wir bei den Chancen, die künstliche Intelligenz bietet, zum Beispiel im Fall von Altenpflege durch Roboter, die mit KI versehen sind und richtig zupacken können. Wir wollen jetzt die Chancen und Risiken gegeneinander halten. Ja, in der Altenpflege, da ist Japan besonders Vorreiter. Wir haben gerade gehört, auch bei Demenzkranken wird es eingesetzt, dass zum Beispiel die Robbe, wie heißt sie, Pari, so ähnlich, Paro, alten Menschen gegeben wird, die auf Berührung reagiert, und das scheint gut zu funktionieren. Also alte Menschen finden das gut, gerade wenn sie vielleicht auch Demenz haben. Es scheint sehr erfolgreich zu sein. Da wäre meine erste Frage, vielleicht können Sie die beantworten, Frau Zweig. Wie kann das sein, dass wir Empathie, Emotionen für Maschinen entwickeln? Also erstmal, wenn man sich das ansieht, dann denkt man so, hä, das ist ja wie früher halt die Kinder mit Stofftieren spielen. Jetzt sind das aber ja erwachsene Menschen. Die wissen ja, dass das eine Puppe und kein echter Mensch, kein echtes Tier ist. Wie geht das? Warum kommen da Emotionen ins Spiel und funktioniert in der Altenpflege offenbar? Ich glaube, dazu braucht man nur kleine Kinder zu beobachten. Man muss auch nur mich beobachten, wie ich mit meinem Sohn spreche. Ja, wo ist denn dein Feuerwehrauto? Sollen wir es mal rufen? Wo ist denn deine Decke? Wir beleben doch eigentlich alles, was so in unserer Umgebung ist, mit Haustieren. Also ich glaube, es fällt uns sehr leicht, das Belebte in Mustern zu sehen, die auch nur entfernt belebt aussehen. Jetzt ist es gerade bei Robotern so, das finde ich immer ganz spannend, es gibt so ein Uncanny Valley. Also es gibt die ganz abstrakten Roboter, die wir schon auch irgendwie wahrnehmen als Wesen, die uns antworten und irgendwie mit uns interagieren können. Und wenn man die versucht, menschlicher zu machen, dann gibt es diesen, wenn aber dann nicht richtig gut sind, das kennen Sie von so Animationsfilmen, wo dann die Haare eben irgendwie doch nicht richtig fliegen und wo irgendwas nicht stimmt. Und da wird es uns dann gruselig. Also das heißt, ich glaube, wir sind einfach darauf verdrahtet, in Dingen das Belebte zu sehen.
Wenn es dann aber knapp menschlich ist, dann gruseln wir uns. Und da wird ja spekuliert, dass man zum Beispiel vor Leichen hat man eine gewisse Angst. Sollte man ja auch, dass man sich da nicht ansteckt mit irgendwelchen Krankheiten. Also es ist irgendwo in diesem Bereich, scheint es zu liegen. Aber Frau Hagengruber, was macht das mit menschlichen, mit sozialen Beziehungen, wenn eben zum Beispiel in der Altenpflege, aber das geht ja weit darüber hinaus, wenn dann eben nicht mehr echte Menschen agieren, sondern Stofftiere oder eben Roboter, künstliche Menschen? Ich würde das bestätigen, was Frau Zweig eben ausgeführt hat. Also der Mensch sieht etwas in die Dinge hinein. Und das war immer so. Und er schöpft auch diese Dinge nicht. Und der Prometheus macht die Lehmpuppen und der Dross macht sozusagen seine anderen Puppen und so weiter. Das gehört zu uns, weil wir nicht nur Menschen sozusagen organisch schaffen, sondern wir stellen sie eben vor. Und das ist entscheidend. Da hatten wir das mit dem Computerprogramm, mit Eliza und so weiter. Es ist ja unsere Aktivität, auf die wir antworten bei diesen Spielen. Und das ist, meine ich, was soll ich sagen, auch nicht so wahnsinnig traurig. Die Leute leben ja mit dem Fernseher, leben ja mit verschiedenen Sachen. Und es heißt auch nicht, dass sie dadurch verlernen, was soll ich sagen, viele Menschen sind auch lieber mit dem Hund zusammen als mit einem anderen Menschen und so fort. Nicht? Also das, aber das ist ja immer ein echtes Lebewesen. Also ich, wenn das als zusätzliche Geschichte, so wie Sie sagen, bei Stofftieren oder ja. So, dann aber. Die Gefahr ist ja, ich nehme jetzt mal dieses Extrembeispiel, es gibt, haben Sie vielleicht schon mal von gehört, diese sogenannten Real Dolls, die wurden immer weiter perfektioniert in den letzten Jahren. Das geht so weit, dass man die inzwischen, also erstens mal optisch in allen Variationen bestellen kann, also mit dicken Lippen, dünnen Lippen, weiß ich nicht, blonden ja. Haaren, vielen Haaren, großen Brüsten, kleinen ja. Brüsten und so weiter. Ja. Aber da wird eben auch durch die KI, also man kann sich auch Eigenschaften aussuchen, die kann besonders liebevoll sein, besonders ja. diskussionsfreudig. Und das heißt, also es wird schon angestrebt, da eine Person zu schaffen, die eben einem ja. Partner doch ja auch ersetzt, also nicht nur ein Zusatz ist, sondern man kann sich vorstellen, dass dann jemand mit einer Real Doll zusammenlebt. Bisher habe ich nur weibliche Varianten gesehen, ich weiß nicht, ob es auch männliche gibt, könnte man diskutieren, woran das liegt, aber bleiben wir also bei dieser weiblichen Real Doll. Da würde dann ja schon wahrscheinlich die andere normale Beziehung zwischenmenschliche wegfallen. Da hat also jemand ein nach seinem Wunsch erschaffenes Kunstwesen, was eben wenig Reibung schafft, weil mit dem streitet man auch nicht, weil man hat sich ja vorher ausgesucht, wie es zu sein hat. Und dann würde ich mir vorstellen, dass das schon gewisse soziale Veränderungen mit sich bringt und Einfluss hat. Und das jetzt mal als Risiko in den Raum stellen. Herr Lukowitsch, wie sehen Sie das als totaler Befürworter der KI? Ich weiß nicht, totaler Befürworter. Also ich sage ja immer, für mich ist KI, mein Zweck ist das Ganze so ein bisschen zu rationalisieren. Ja? Es ist auf eine Technik, die bestimmte Funktionalitäten schafft. Und da muss man das auch so sehen. Ich glaube, bis ich so eine Maschine so gebaut habe, dass ich tatsächlich die ganzen feinen Nuancen einer menschlichen Beziehung ja, nachfühlen kann, ist ein so extrem weiter Weg, ja, dass man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen muss. Auch bei dem Beispiel Pfleger. Wir haben sehr viel in diesem Bereich gearbeitet. Und das ist natürlich das Erste, was auch von den Pflegekräften kommt. Die sind sehr humanistisch veranlagt und sagen, ja, wir wollen den Menschen nicht ersetzen. Und dann sieht man, eigentlich kommt heute das Menschliche sowieso schon viel, viel, viel zu kurz, weil sie einfach dermaßen gestresst sind, dass da jede Minute der Interaktion abgerechnet wird. Und eigentlich von diesen 90% dessen, was sie tun, hat nichts mit der menschlichen Interaktion, sondern mit mechanistischen zu tun. Die möchte waschen, wickeln, dieses und jenes. Und wenn ich dieses durch Maschinen machen kann, dann kann ich die wenigen menschlichen Kräfte, die ich habe, tatsächlich dazu einsetzen, dieses Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Ja, das heißt, das Mechanische macht dann die Maschine und da kommt die Kraft und redet. Und das ist immer wieder dasselbe. Die Technologie wird gut oder böse, je nachdem, wie sie gut oder böse einsetzen. Die KI per se ist weder gut noch böse. Es ist eine Technologie, die müssen wir so einsetzen, dass sie gesellschaftlichen Nutzen bringt. Und dazu sind eben auch solche gesellschaftlichen Diskussionen wichtig. Kommen wir zur Medizin. Frau Zweig, Sie haben einen Algorithmus entwickelt, der eigentlich für was anderes vorgesehen war, für ein Filmthema. Da ging es um Filme, aber Sie haben festgestellt, dass der auch eine bestimmte Form von Brustkrebs, ich will jetzt nichts falsch sagen, nicht heilen, nicht feststellen, sondern was kann?
Ja, ich glaube, dazu muss man noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie funktionieren denn diese Algorithmen, weil ich weiß nicht, ob das so ganz klar geworden ist. Ich dachte, das können Sie an diesem Beispiel genau, besonders gut, weil das so eindrucksvoll ist, wie das eben funktioniert hat offenbar und dass man damit eben einen Brustkrebs, also der, glaube ich, schnell, also tödlich, der gar nicht anders zu behandeln ist, in den Griff bekommen kann. Und dazu brauchen wir nur etwas, was Sie alle schon gemacht haben. Sie haben alle schon bei Amazon eingekauft, Sie haben alle bei Netflix Filme geguckt. Und das sind sehr, sehr schwache Datenspuren. Aber darin können wir sehen, was Sie gemeinsam mögen. Wahrscheinlich, wenn Sie Star Wars 4 mochten, dann werden Sie auch Star Wars 5 und 6 mögen. Das ist natürlich ein ganz einfacher Zusammenhang. Aber wenn Sie sich so angucken, was Sie im letzten Jahr alles in Ihren Amazon-Einkaufswagen reingeschmissen haben, dann sehen Sie schon, dass das auch ein ziemlicher Kuddelmuddel ist, weil Sie vielleicht für die Oma was mitbestellt haben oder für die große Tochter oder für sonst irgendjemanden. Und dafür entwickeln wir Algorithmen, die jetzt noch nicht wirklich künstliche Intelligenz sind, aber die gehören so zum Machine Learning, zum Data Mining. Und da haben wir uns angeguckt, wie viele Leute jetzt statistisch signifikant etwas gemeinsam mögen. Und den Algorithmus, den gab es schon lange, 30 Jahre, aber wir haben ihn an entscheidender Stelle verbessert. Und deswegen können wir Ihnen auf der einen Seite mit diesem einen Algorithmus Filmempfehlungen geben. Wir haben damit auch eine 30 Jahre alte Theorie aus der Ökologie widerlegt, nämlich dass so kleine Mikroplanktonbakterien überall in den Ozeanen auftauchen würden, weil sie so klein sind, dass sie überall hingetragen werden. Stimmt nicht. Und wir konnten uns so kleine Biomoleküle angucken, die in einen Brustkrebssignalweg eingreifen. Und das tun sie aber nur sehr, sehr schwach. Und deswegen war es für andere Algorithmen sehr schwierig, dieser Datenspur zu folgen. Und wir konnten dann aber 10 Biomoleküle identifizieren, von denen wir uns ziemlich sicher waren, dass sie in heilender Art und Weise in diesen Signalweg eingreifen. Und dann wurde das im Labor nochmal bestätigt. 3 davon können diesen besonders aggressiven Brustkrebs tatsächlich stoppen. Im Labor, ich will keine Hoffnung schüren, aber es zeigt einfach, dass ein einzelner Algorithmus für unglaublich viele verschiedene Sachen eingesetzt werden kann, wo man dann auch schon gleich wieder sieht, dafür kann ich nicht alles verantwortlich sein. Mhm. Also in der Diagnostik, so wie ich das sehe, ist das ja eine ganz große, also da wird ganz viel in Zukunft mit KI gemacht. Wie sieht das mit Operationen aus? Wird schon versucht, Herr Baukage, glauben Sie, dass wirklich irgendwann nur noch Roboter da stehen und operieren? Also das gibt es natürlich schon. Das hatte in den letzten Jahren, ist es ein bisschen eingeschlafen, denn da hat es so vor etwa 10 Jahren mal einen Unfall gegeben während so einer robotischen Operation. Also die Amerikaner sind da wesentlich weiter als die Europäer. Jetzt ist aber die Technik da wieder robuster geworden. Also es ist schon so, dass Roboter viel, viel präziser arbeiten können, als Chirurgen das könnten. Das wird die Zukunft sein. Aber da kommen wir zur Arbeitswelt. Auch da Chancen, Risiken. Die Chancen sind, dass die Arbeitswelt bereichert wird durch Roboter. Sie seien eine große Effizienzsteigerung voraus, ein Produktionszuwachs. Aber es gibt natürlich die große Angst vor viel Arbeitslosigkeit, vor einer neuen Klasse, sage ich mal, von Arbeitslosen und Nutzlosen, was unsere Gesellschaft enorm verändert. Wie sehen Sie das? Ja, es werden Umwälzungen auf uns zukommen. Wenn die Bundesregierung oder der deutsche Gesetzgeber morgen sagen würde, es ist okay, dass auf den deutschen Autobahnen autonome LKWs fahren, dann wären die übermorgen auf der Straße. Also die existieren, das Problem ist gelöst. Die fahren nur jetzt nicht auf den deutschen Autobahnen aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen. Die könnten sofort loslegen. Also es existiert. Die würden wissen, wo der vor ihnen fahrende LKW ist und nicht aufeinander fahren. Unfälle würden auf den Autobahnen reduziert. Ich spreche nicht von Stadtverkehr, ne? Also wichtig, Autobahn. Da funktioniert das, geht zurzeit noch nicht. Wenn die aber jetzt kämen, diese autonom fahrenden LKWs, was machen denn dann die Kraftfahrer? Sollen die Programmierer werden? Und das sind Fragen, denen müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Und da bin ich immer so ein bisschen überrascht. Die werden zurzeit nicht mit der Dringlichkeit diskutiert, die sie eigentlich verdienen würden. Interessanterweise wird aber die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ja nun doch seit einiger Zeit diskutiert, selbst so in der Presse wie der FAZ oder so, wo das ja noch vor ein paar Jahren vom trotzkistischen Teufel gewesen wäre, sowas. Also es ist schon so, dass das Problem generell erkannt worden ist, aber Sie müssen diese Diskussion wirklich
abbilden auf die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber Herr Baukage, dann frage ich Sie mal konkret, wenn Sie Politiker wären, was würden Sie denn dann machen, wenn Sie sagen, da fehlen die Rahmenbedingungen? Was würden Sie, wie würden Sie das denn gestalten? Okay, also man müsste mit Juristen sprechen, wer haftet, wenn diese Autos Unfälle bauen. Was ich als Politiker machen würde, ist bedingungslose Grundeinkommen einführen und Steuer auf den Einsatz von Robotern und Maschinen einführen. Ein weiterer Punkt sind Chatbots, die auch mit reinspielen in die Arbeitswelt. Einerseits können die da viel Arbeit den Menschen abnehmen, aber anstrengendes Dokumenten analysieren, durchforsten, nach Fehlern, nach allem Möglichen. Andererseits gibt es die Angst davor, dass Chatbots, wie wir es erlebt haben, Wahlen manipulieren und so weiter. Wie kriegt man das in den Griff? Frau Zweig, Sie beschäftigen sich mit sowas. Ja, die Frage ist, müssen wir in den Code reingucken? Das ist natürlich was, was die Firmen nicht gerne hören. Das ist etwas, was Politiker gerne fordern. Haben Sie mal ins bürgerliche Gesetzbuch reingeguckt? Das ist ein Deutsch, was schon mal nicht jeder versteht. Wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass jedes vernünftige deutsche Wort da durch irgendein Nonsenswort ersetzt würde, dann haben Sie eine Idee davon, was es heißt, in den Code von jemandem hineinzugucken, der nicht möchte, dass ich verstehe, was da passiert. Und vielleicht ist das auch gar nicht notwendig. Ich glaube auch, es wäre tatsächlich schädlich, denn wenn man solch einen Code offen darlegen würde, würden es die gut verstehen, die einen großen Anreiz haben. Und das sind Dritte, das sind Kriminelle, die versuchen, uns Daten rauszusaugen. Also Code offenlegen brauchen wir nicht, ist schädlich und ist auch nicht so einfach, wie man sich das immer so vorstellt. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft schon verstehen müssen, was andere über uns und unsere Gesellschaft wissen. Und da haben wir im Moment wirklich einen Nachteil. Also Sie alle, wir alle spenden viele, viele Daten an große Firmen und die wissen über unseren Zustand als Gesellschaft so viel mehr als wir selber. Und die Frage ist, können wir das wieder öffnen? Ist das möglich? Und wir haben Sie aufgerufen zu einer Datenspende. Ich hoffe natürlich, hier sitzen ganz viele, die uns schon ihre Daten spenden. Sie müssen uns auch, Sie müssen nichts machen. Nicht viel. Und Sie müssen uns auch gar nicht viele Daten spenden. Wir bitten Sie, bis zur Bundestagswahl ein ganz kleines Plugin in einem Browser installiert zu haben. Und dieses Plugin wird vollautomatisch alle 4 Stunden 16 Suchanfragen bei Google starten. Frau Schulz, ja, jetzt geht's los. Frau Merkel, Herr Schulz, Herr Lindner, also alle Spitzenpolitiker, alle Parteien, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Diese Anfragen werden automatisch gestellt und wir bekommen die ersten 10 Ergebnisse. Was kann man damit machen? Naja, wir haben alle gehört, dass Googles Algorithmen, genauso wie Facebooks Algorithmen, Amazon, personalisiert sind. Das heißt, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, beeinflusst, was uns jetzt empfohlen wird. Und es könnte sein, dass wir in verschiedenen Blasen leben, dass derjenige, der schon immer rot-grün gewählt hat, ganz andere Informationen über Frau Merkel bekommt als jemand, der eher schwarz ist. Und das wollen wir damit testen. Wir wollen sehen, wie groß ist dieser Personalisierungsanteil. Aber ich vermute auch, dass wir was anderes sehen werden. Ich glaube, dass wie in den Wahlen, die wir in der letzten Zeit hatten, Dritte ein Interesse daran zu haben scheinen, unser Vertrauen in demokratische Prozesse zu unterhöhlen. Und deswegen glauben wir, dass wir ganz merkwürdige Quellen sehen werden, also ganz merkwürdige Nachrichtenquellen, je näher es an die Bundestagswahl geht. Und auch da sind wir zum ersten Mal dabei, dass wir dafür ein kleines Archiv haben. Denn sonst können wir nur nach der Wahl uns am Kopf kratzen und sagen, wie ist denn das jetzt passiert? Herr Lukowitsch, zu den Daten. Also Datenmissbrauch ist ein Riesenthema. Einerseits Nutzung von Daten. Wir finden das auch manchmal vielleicht ganz nett, wenn wir dann eben besondere Angebote bekommen, weil wir 2 Wochen vorher das und das bestellt haben. Und da ist die Firma so nett und denkt an uns, dass wir vielleicht ja auch noch das Produkt gebrauchen könnten. Aber wir wissen das oder haben große Angst, dass mit unseren Daten ganz Schlimmes getrieben wird. Ihr Institut arbeitet, soweit ich weiß, auch mit der Wirtschaft zusammen. Eigentlich sollte hier Redner sitzen. Sie müssen jetzt mal als jemand reden, der so die Wirtschaft im Auge hat. Für die Firmen, für die Industrie ist das ja super, ne? Die können die ganzen Daten ausschlachten, alle machen sich immer mehr zu gläsernen Menschen. Wie muss man damit umgehen? Ich meine, auch die Industrie, wie gesagt, kommerziell gesehen ist es ganz toll, aber ethisch gesehen hochproblematisch. Also ich glaube, ich vertrete die Meinung, die Daten, wie gesagt, wir leben in einer Datenwelt inzwischen und diesen Genie da zurück in die Flasche zu stecken, das geht gar nicht.
wenn ich darüber rede, verwende ich oft so ein Bild aus der frühen Zeit der Automobilgeschichte. Da sieht man so ein Auto und vor diesem Auto geht ein Mensch mit einer roten Fahne, die schwenkt an jede Kreuzung. Ja? Das Auto muss der Mensch nicht herfahren. Was da passiert ist, man hat gemerkt, dass die Autos unsere Städte, unser Leben verändern werden, dass sie teilweise gefährlich sind. Und man versucht, irgendwie die Autos so zu gestalten, dass sie eben nichts verändern. Ja? Das ist natürlich grandios gestaltet. Was die heißen soll, dass wir die Städte den Autos übergeben haben und jeder fahren darf, wie er will, und jedem Schaden hinzufügen. Also eine erhebliche regulatorische, technische Aufwand, um Schaden zu beschränken. Und genau dasselbe muss man für die Daten machen. Da stecken Chancen dahinter, das ist jetzt passiert. Ja. Diese Idee, lass uns mal die Menge an Daten, die entstehen, begrenzen, das ist so, wie mit dieser Fahne vor dem Auto gehen. Wir müssen schauen, dass wir technisch in Sachen soziale Normen, ja, also es hindert mich kein technisches System darin, die Flasche zu nehmen und ihn über den Kopf zu zerschlagen. Das tue ich aufgrund sozialer Normen nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, von der Wirtschaft geht es, glaube ich, darum, dass man nicht versucht, hier mit Zwang das zurück in die Flasche zu stecken, sondern dass man eine faire Spielwiese schafft. Und momentan war das Problem, Firmen wie Google und Co. haben das gefunden, haben angefangen zu machen. Und keiner hat das reguliert. Und da muss man jetzt ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Gesetzen, die Menschen transparent schaffen, die Menschen schützen, die dafür sorgen, dass kein Böses passiert, und der Tatsache, dass diese Daten sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich viel Gutes schaffen müssen. Mhm. Burkhard, wo bist du? Hier hinten ist gar nicht so einfach manchmal. Wir haben hier eine Frage. Stehen Sie noch mal ganz kurz auf und glauben Sie mir, bevor ich wusste, dass Sie eine Frage hat, habe ich Sie schon erkannt und gesehen. Da sind Sie mir schon aufgefallen. Das ist Frau Portner. An wen ist denn die Frage gerichtet? Ja, das weiß ich noch nicht so richtig. Sie können doch an die ganze Runde richten. Genau, ich formuliere erst mal meine Frage, nämlich ob das Hackerproblem im Bereich der künstlichen Intelligenz ein Problem darstellt. Ist es vorstellbar, dass der Roboter, der eigentlich einen Arm wieder zusammensetzen soll, sich entscheidet, den Arm zu amputieren oder ein Bein stattdessen? Da gibt es sicherlich mehrere Szenarien, wo man das denken kann. Ist das möglich? Ja, da gucken Sie mal. Alles still. Ne? Soll ich was sagen? Da muss nachgedacht werden. Also generell ist das sicherlich möglich. Das ist genauso möglich wie hypothetisch es möglich wäre, ein Atomkraftwerk zu hacken und Brennstäbe rauf und runter zu fahren oder sowas. Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie da stellen. Und es ist ganz klar, auf diese Fragen brauchen wir Antworten, wenn Roboter zum Beispiel in Operationsräumen eingesetzt werden. Generell ist das möglich, das wissen wir. Es gibt nichts, was nicht gehackt werden könnte, es sei denn, es wird wirklich speziell gesichert. Und da müsste man natürlich bei der Entwicklung solcher Maschinen oder Systeme von Anfang an entsprechende Sicherungen denken. Möchte von den anderen dreien da auch noch mal jemand was zu sagen? Solche Szenarien sind natürlich sehr erschreckend teilweise. Aber manchmal malt man da einen Teufel an der Wand, weil ich sage ja mal, wenn jemand Ihnen wirklich schaden möchte, dann ist es viel einfacher, einfach mit einer Schere die Bremsschläuche an Ihrem Auto durchzuschneiden, als den Roboter zu hacken, der Sie operiert. Dasselbe trifft für so autonome Autos zu. Ja? Man macht sich Gedanken, wie ich Menschen Schaden zufügen kann, indem ich ein autonomes Auto hacke. Aber es gibt Leute, die schmeißen Steine von der Brücke. Ja? Geht viel einfacher. Wir haben uns, wenn ich das noch sagen darf, wir sind ja mittlerweile in allen Lebensbereichen von diesen Technologien abhängig. Es könnte jemand Ihr Routenplanungssystem hacken und Sie in einen Fluss fahren lassen. Sie benutzen es trotzdem. Es könnte jemand wirklich bösartige Sachen mit Ihren Bankaccounts machen und Sie machen trotzdem E-Banking oder gehen zum Bankautomaten. Also überall bei diesen Sachen, die für unser tägliches Leben mittlerweile völlig normal sind, steht elektronische Kommunikation dahinter. Und das wird teilweise gehackt, aber letztendlich ist die Gesellschaft noch nicht zusammengebrochen, weil obwohl da sehr, sehr viel passiert, ist es doch eher eine Ausnahme. Also wir müssen uns einfach klar machen, klar, die Gefahr abstrakt besteht immer, aber wie konkret ist sie? Und man muss natürlich, also so ein E-Banking oder so, das ist alles sehr gesichert. Und das muss man bei solchen Operationsrobotern auch machen. Da würde ich aber davon ausgehen, dass die Leute oder Firmen, die diese Dinger herstellen, daran denken. Also wenn nicht, wird das sehr, sehr teuer für die.
Burkhard, hast du noch eine Frage parat? Ja, ich habe noch eine Frage parat. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Von wem kommt die denn? Konstanze Müller. Und ich habe noch eine Frage auch zur Richtung Cybersecurity. Es gibt immer mehr Experten, die sagen, dass im Prinzip AI die Zukunft von Cybersecurity ist. Und da gibt es einen interessanten Quote, und da würde ich gerne Ihre Meinung zu hören, die sagt, Cybersecurity oder AI as a threat kann eigentlich nur behandelt werden oder mehr wirklich als Gegner dargestellt werden durch AI selber. Das heißt, man muss AI nutzen, um AI in den Griff zu kriegen. Was ist Ihre Meinung dazu? Es ist schon so, dass künstliche Intelligenz, die darauf trainiert wird, Angriffe auf Computersysteme oder andere elektronische Infrastrukturen zu erkennen, das sehr, sehr gut kann. All ihre Spamfilter, da liegen einfache KI-Algorithmen dahinter, einfache Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Spamfiltering wäre ohne künstliche Intelligenz nicht möglich. Je nachdem, was für ein Sicherheitsniveau sie brauchen, also sagen wir mal, die amerikanischen Geheimdienste haben ganz sicher bessere künstliche Intelligenz für sowas. Natürlich in dem Moment, wo wirklich sehr gute künstliche Intelligenz für Cybersecurity eingesetzt wird, wird von der anderen Seite sehr gute künstliche Intelligenz eingesetzt, die versucht, die Security-Agenten hinters Licht zu führen. Und das ist nicht Science-Fiction. Ich erzähle einfach mal aus dem Finanzbereich. Viele Hedgefonds oder Fintechs, diese Startups im Finanzbereich, da gibt es mittlerweile welche, da haben menschliche Analysten nichts mehr zu sagen. Da werden Kauf- oder Verkaufentscheidungen von künstlicher Intelligenz getroffen. Und diese Systeme haben gelernt, die Verkaufs- oder Ankaufsmuster anderer KI-Systeme zu interpretieren. Und da setzt so ein KI-Wettlauf ein. Also das ist wirklich, das ist die neue Zeit, in der wir leben. Der Informatiker ist gerade sehr gefragt. Und deswegen genau die Frage als Security sozusagen Expert in dem Feld, da die AI immer schneller wird und im Prinzip schneller sich auch entwickeln kann, als wir es sehen, wie glauben Sie, dass wir dann aufholen können mit dem Sicherheitsaspekt? Weil beide Seiten, haben Sie ja schon gesagt, entwickeln sich immer schneller. Und in der Regel ist leider die eine Seite schneller als die andere. Und gegeben der Tatsache, dass sich auch die Rate, in der sich AI wirklich schneller entwickeln kann, immer mehr lernen kann, immer mehr verdoppelt und verdreifacht und verzehnfacht, wie will man aufpassen, dass dieser Sicherheitsaspekt noch gut ist, dass man immer im Prinzip einen Schritt voraus ist? Das ist so wie in allen Lebensbereichen. Also früher gab es relativ primitive Schlösser, da gab es böse Leute, die haben diese Schlösser aufgebrochen. Dann wurden die Schlösser besser, dann passierte eine Zeit lang nichts, dann gab es böse Leute, die haben diese Schlösser. Das ist, Technologie entwickelt sich auf diese Art und Weise. Das ist immer so ein Waffenwettrennen, wenn Sie so möchten. Also und zu den Visionen werden wir nachher nochmal nochmal ganz genau kommen. Vielen Dank an der Stelle. Ich würde gerne auch noch anderen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie ihre Fragen stellen können. Soweit erstmal in Ordnung. Für Sie auch, Herr Baukage. Klar. Bis du jemand anders gefunden hast, wollte ich noch an der Frage, ich wollte mal kurz weg von der Technologie. Sie sehen, wir haben hier totale Optimisten sitzen. Ich wollte noch mal ein bisschen geisteswissenschaftlicher. Wir haben ja hier eine Philosophin sitzen. Wenn jetzt man davon ausgeht, dass es so die Verheißung gibt der Berechenbarkeit des Menschen, das kann man natürlich auch positiv und negativ sehen. Einerseits kann man sagen, wenn man in mehr den Menschen berechnen kann, auch durch künstliche Intelligenz, dann kann man Verbrechen vermeiden. Man kann zum Beispiel in sozialen Netzwerken darauf Untersuchungen starten, ob jemand suizidgefährdet ist oder nicht, kann dann vielleicht vermeiden, dass sich jemand umbringt. Das hört sich erstmal gut an. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt, der ganz tief in die Privatsphäre reingreift und sehr grenzwertig ist. Wie stehen Sie als Philosophin dazu? Darf ich noch mal fragen, was meinen Sie, wie ich dazu stehe, dass diese Daten zur Verfügung stehen, dass wir dieses Wissen haben? Also, Wie gesagt, es geht ja sehr, also man kann das als Chance begreifen. Oder nehmen wir mal das Beispiel Hamburg. Ja, vielleicht wäre das zu vermeiden gewesen, dass es da so einen Krawall gibt. Also es gibt natürlich die Forscher, auch die Philosophen, der heißt nicht Josef Roth, aber der Herr Roth, der Auffassung ist, dass man muss die Auffassung vertreten, dass der Mensch in gewisser Weise determiniert ist, dass wir die Muster, die Verhaltensmuster retracen können, dass wir die zurückführen können auf bestimmte Muster und so weiter. Und da gibt es ja offensichtlich auch Überzeugungen, dass man denkt, das könne man. Und es gibt auch eine Gruppe von Forschern, die der Auffassung ist, dass man tatsächlich auch die Gehirne insofern manipulieren könne, dass bestimmte Sachverhalte oder bestimmte Tätigkeiten, Aktivitäten dann nicht mehr durchgeführt werden.
da muss ich sagen, in dieser Hinsicht bin ich ziemlich altmodisch. Da denke ich, wir sind doch frei als Menschen. Das heißt, ich kann mich immer wieder über etwas hinwegsetzen. Ich finde das sehr interessant und ich finde das auch überzeugend, dass es sehr viele Dinge gibt, in denen wir man sagen kann, das hast du doch immer so gemacht. Nicht, weil es wirklich so gibt. Wir sind Gewohnheitstiere und 98% und mehr von dem, was wir tun, folgen wir einfach kulturellen Mustern und die würden wir, wenn wir in Nigeria leben würden, anders ausüben und so weiter. Und diese kulturellen Muster können wir natürlich, die können wir rekonstruieren, die können wir wieder konstruieren und so weiter. Und ich hätte nichts dagegen, sage ich jetzt mal en gros, auch wenn ich das vielleicht gefährlich ist, wenn man diese Muster an Maschinen verteilt. Weil ich habe nie den Eindruck, dass sozusagen dort, wo ich selbst ein Gewohnheitstier bin und sozusagen über materielle Formen determiniert bin, dass ich das unbedingt erhalten muss. Hm. Wie in dem Fall, den Sie vorhin erwähnt haben, so, dort, wo wir Menschen sind, das ist ein so kleiner Bereich. Wir sind ja auch noch durch so viele Tätigkeiten und eigentlich auch, soll ich sagen, Lebensnot von dem fern, was uns als Menschen wirklich ausmacht. Insofern, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal, ich begrüße dort eine künstliche Intelligenz oder eine Intelligenzunterstützung, wo wir denken, wo wir hier entlastet werden können. Das hat damit, also das heißt nicht, dass ich blind bin gegenüber der Tatsache, dass das jedes Messer ist sozusagen zum Töten und zum Brotschneiden da. So ist es nun mal. Und die Frage ist, wie klug ist eine Gesellschaft, genau diese Schwierigkeiten, sozusagen Chancen, nicht deshalb nicht wahrzunehmen, weil mit Chancen auch Gefahren verbunden sind. Je klarer eine Gesellschaft sich diese Chancen oder sozusagen eine solche Technik vor Augen führt, umso klarer und umso schneller kann sie eben auch den gefährlichen, den Missbrauch und den Hintergrund formulieren. Und das ist sehr wichtig. Frau Zweig, Sie haben sich beschäftigt mit der Rückfälligkeit. Also es gibt eben in Amerika, glaube ich, haben Sie das untersucht, wo es sehr wohl Anwendungen gibt in Bezug auf Rückfälligkeitsstatistiken. Mhm. Wie funktioniert das und was sind da die Gefahren? Ja, Sie haben eben gesagt, wir können die erkennen, die vielleicht Selbstmord begehen. Und das klingt immer so gut, ne? Das sind aber leider Wahrscheinlichkeiten. Und diese Wahrscheinlichkeiten, da wird oft so drüber berichtet, Sie wissen, wir schreiben diese langen Artikel und dann machen wir oben drüber die Zusammenfassung und das wird dann zitiert und weitergegeben. Und gerade wenn man sich das Beispiel mit dem Selbstmord anguckt oder mit der Rückfälligkeitsvorhersage, was macht man dann? Man guckt sich an, welche Eigenschaften hatten in den letzten 5 Jahren die Personen, die nachher wieder rückfällig geworden sind. Also in Amerika sind das Kriminelle, Inhaftierte. Genau, welche, die schon tatsächlich verurteilt worden sind und dann beobachtet man die 2 Jahre nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind und versucht jetzt zu lernen, was sind die Eigenschaften, die eher darauf hindeuten, dass eine Person wieder rückfällig wird und welche nicht. Und da herrscht einfach eine große Unkenntnis. Die Algorithmen, die wir untersucht haben, da wird gesagt, dass sie zu 70% eine richtige Entscheidung treffen. Finden Sie 70% sehr beeindruckend? Ich persönlich jetzt nicht so. Aber wenn Ihnen jemand mit Prozent kommt, dann muss man immer fragen, Prozent von was? Und das ist was ganz Merkwürdiges. Wenn Sie 2 Kriminelle hätten, einer wird rückfällig und einer nicht, dann schafft es der Algorithmus in 70% aller Fälle, dem, der tatsächlich rückfällig wird oder der tatsächlich rückfällig wird, das können ja auch mal Frauen sein, selten, die höhere Zahl zuzuweisen. Also das heißt, wir sortieren alle Menschen und dann in 70% der Fälle für diese Paare kriegt er das richtig hin. Aber das Problem ist, so funktioniert kein Gericht. Da stehen ja nicht 2 Kriminelle und dann kommt eine göttliche Stimme und sagt, einer von den beiden wird rückfällig, ich sage dir aber nicht, welcher, Edge. Wenn das der Fall wäre, könnte uns der Algorithmus helfen. Aber der Algorithmus wird verwendet, um die obersten 30% auszusortieren. Und unter denen werden nur 50% wieder rückfällig. Das ist für uns Informatiker trotzdem ein Gewinn. Denn in der allgemeinen Bevölkerung unter den Kriminellen werden nur 39% wieder rückfällig. Wenn es der Algorithmus also schafft, unter den ersten 30% 50% zu haben, hat er was geleistet. Der hat eine Struktur gefunden. Trotzdem finde ich es nicht ausreichend. Und deswegen ist es so gefährlich, weil wir uns als Gesellschaft im Moment Algorithmen aufschwätzen lassen, von denen gesagt wird, zu 70% machen sie es richtig, aber sie machen irgendwie ganz komische Sachen richtig, die gar nicht brauchbar sind. Und dafür haben wir Algorithm Watch gegründet.
Und damit versuchen Sie, das in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren. Ja. Burkhard. Ich stehe schon direkt bei der nächsten Frage. Können Sie, wie heißen Sie? Hartmut Ripken. An wen ist die Frage? Ja, eigentlich an das ganze Panel. Das habe ich mir gedacht. Mir ist in der Vergangenheit, in den letzten 20 Minuten oder so, zu kurz gekommen das Problem, was ich sehe bei der Automatisierung. Die Automatisierung, die eben bedingt, dass Jobs wegfallen, übernommen werden. Wir haben den Krankenpflegebereich gerade mal durchgesprochen. Ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass Jobs wegfallen in einer bestimmten Gruppe von bestimmte Gruppe der Arbeitswelt und vielleicht neue Jobs geschaffen werden, aber die dann höher qualifiziert sind. Das heißt, das große Problem, was ich sehe, ist, dass die Personen, die jetzt ihren Job verlieren, extreme Schwierigkeiten haben werden, neue Jobs zu bekommen. Was ist Ihre Frage? Die Frage ist, wird dieses tatsächlich heute beleuchtet? Gibt es Überlegungen, was man da machen kann? Oder eigentlich muss es das geben, denn ansonsten würden wir über kurz oder lang davor stehen, dass sehr viele arbeitslos sind und die Arbeit haben wollen und das Ganze nur bedingt durch Automatisierung. Das jetzt kann nicht sein. Jetzt wollen wir den Experten noch mal kurz die Chance geben, darauf zu antworten. Bitte sehr. Also ich beginne was dazu sagen. Man hat früher durch Automatisierung, sag mal, niederqualifizierte Jobs beseitigt, die oft irgendwas mit Kraft hatten, also Maschine konnte was machen. Ich sehe da in der KI durchaus eine Chance, das zu ändern. Denn Sie haben heute zum Beispiel einen Fachkräftemangel. Ja, auf der anderen Seite haben Sie recht viele Leute, denen die Ausbildung fehlt, um diese Fachjobs zu machen. Und man kann viele dieser KI-Systeme, so einen intelligenten Assistenten mit so head-mounted Display, der einem hilft, einen Job zu machen, als eine Art, sage ich mal, Bildungs- oder kognitive Prothese betrachten, wo ich jetzt jemanden nehmen kann, der zum Beispiel die Ausbildung nicht hat, ja, und tatsächlich er mit dieser Hilfe plötzlich viel komplexere Dinge erledigen kann. Also diesen Aspekt muss man auch berücksichtigen. Ja. Man hat ja durchaus das Problem, dass heute einfach die Jobs, die anfallen, sich so schnell ändern, dass sich Leute auch gar nicht schnell genug ausbilden kann, um sie alle zu machen. Und ich glaube, da ist durch mal diese KI auch eine Chance. Die Frage ist, wie verwenden wir sie? Also ich persönlich bin sehr tief davon überzeugt und sehe das so ein bisschen als Mission von mir als KI-Forscher, nicht Maschinen zu bauen, die Menschen zu ersetzen, sondern Maschinen bauen, die Menschen zu Supermännern machen. Ja? Also Menschen praktisch so Enhancement. Ja? Das ist Augmented Human ist also der englische Begriff, auch mit Gefahren verbunden. Ich glaube, da steckt die Chance und das ist so ein bisschen die Richtung. Ja, und ich glaube, wir haben tatsächlich in Deutschland das andere Problem. Also wer kümmert sich um solche Fragen? Zum Beispiel im Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt es den Bereich Innovation und Technikanalyse. Die schreiben solche Projekte aus, die kümmern sich drum. Es könnte definitiv mehr sein an Forschung da. Aber was wir wirklich sehen, ist, dass unsere kleinen und mittleren Unternehmen weit, weit weg von Digitalisierung sind. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich meine, dass gefragt wurde, wer denn schon ein digitales Büro hat. Gemeint war, haben Sie Ihre Akten, Ihre Verwaltung im Computer oder sind das so Schränke? 30% sind immer noch bei Schränken. Also wir sind weit, weit weg und eigentlich ist unser Problem eher da, dass wir mehr Digitalisierung schon jetzt haben könnten und sie nicht haben. Darf ich vielleicht auch noch was sagen? Das Phänomen, das Sie beschreiben, ist kein neues. Denken Sie an das Stück Die Weber von Gerd Hauptmann über die Weberaufstände vor 200 Jahren, als die automatischen Webstühle eingeführt wurden. Was uns momentan offensichtlich so beunruhigt, ist die Tatsache, dass für uns als Menschheit ist es mindestens seit 6000 Jahren normal, dass uns Maschinen, zunächst Tiere, die Flüge gezogen haben, dann waren das Dampfmaschinen, dann Traktoren, dass uns Maschinen körperlich entlasten. Und jetzt treten wir plötzlich in ein Zeitalter ein, wo uns Maschinen geistig entlasten können. Das bedeutet, dass plötzlich Berufe von technologischer Fortentwicklung negativ betroffen sind, für die sie studieren mussten. Das war bisher nie der Fall und deswegen habe ich das Gefühl, existiert dieses Unbehagen, weil das ist wirklich eine neue Situation und es muss diskutiert werden. Die Gesellschaft muss sich dem stellen. Es muss diskutiert werden. Wir blicken jetzt etwas in die Zukunft. Wir haben das jetzt in der Arbeitswelt schon ein bisschen getan. Wir haben jetzt gehört, was künstliche Intelligenz schon kann, wo es ungefähr hingehen kann.
Jetzt geht es um Vision. Ich möchte dafür den israelischen Historiker Yuval Noah Harari zitieren. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Homo Deus. Und da geht es eben nicht nur jetzt um die Arbeitswelt oder um kleine Bereiche, wo man sich Sorgen machen muss, sondern der sagt ganz klar, also ein Horrorszenario, wir schaffen uns selber ab. Wir kreieren uns selber Superintelligenzen, die uns überflügeln werden. Das schließt an Minsky, den ich vorhin zitiert habe, dass wir froh sein können, wenn die Roboter uns irgendwann als Haustiere halten können. Also er sagt praktisch, der Homo sapiens ist ein Auslaufmodell. Ich treibe das extra mal so oder spitze das mal so zu, Frau Hagengruber. Also ist das vollkommen absurd oder wir haben jetzt gehört, noch ist man in vielen nicht so weit, aber blicken wir mal 10, 20, 30 Jahre weiter, müssen wir uns wirklich Sorgen machen, dass uns diese von uns selbst geschaffene KI irgendwann überflügelt? Wir haben vorhin schon gehört, dass eben mit dieser Security-Thematik die KI immer schneller wird und sich praktisch den Wettbewerb selber untereinander liefert. Können wir da überhaupt noch mithalten? Auch hier würde ich sozusagen sehr generell sagen, wie es ist ja, in einer bestimmten Hinsicht wird uns diese Maschine nie einholen. Nicht? Wir haben immer die Möglichkeit, sozusagen das genau, was wir tun, zu transzendieren und dann nochmal zu gucken, zu sagen, was es ist. Andererseits ist jede kleine Maschine sowieso schon besser als wir. Jeder kleine Rechner und so weiter. Auch diese großen Maschinen, die bauen wir natürlich, weil sie Aspekte in uns darstellen, die natürlich besser sind als wir. Und wir wollen ja nichts, was sozusagen genauso schlecht ist, wie wir zählen und wie wir rechnen und so fort. Wieder zurück, also sozusagen die hohe Komplexität und ich denke natürlich jetzt genau aus der philosophischen Perspektive, das zu transzendieren, was wir machen, das Gesamte und vor allem dann immer wieder auch nochmal zu fragen, ist denn das, was wir hier machen, auch gut, den Mehrwert dieser Dinge also nachzufragen. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Überlegung. Wir stellen heute fest, dass wir nicht mehr Ware als Gegenstand haben, sondern dass wir Wissen als Ware haben. Und das ist die wirkliche Transformation. Das heißt, wir kommen von einem Konsumzeitalter und so weiter, wir treten ein in ein Wissenswahnzeitalter. Und das macht uns ganz nervös. Obwohl wir schon immer genau natürlich die Hose gekauft haben, weil wir gedacht haben, die passt jetzt genau, aber sozusagen dieser Spezialisierungscharakter, der wird jetzt immer genauer. Es wird sozusagen diese Personalisierung, diese Spezialisierung und die Identifikation, um die geht es in Zukunft immer besser. Und insofern werden diese einzelnen Teile, mit denen wir uns beschäftigen, besser sein als wir. Das heißt aber nicht, und natürlich bedeutet es aber auch, eine gute Ausbildung, eine gute Entwicklung. Wenn ich bedenke heute, wir lehren seit 10 Jahren Philosophie und Informatik an der Uni, ja, das gehört überall hin, das gehört in die Schule. Nicht moralische Maschinen, Autos, die selber fahren, das ist ja alles keine Hexerei. Das muss einfach gemacht werden und das muss den jungen Leuten gelehrt werden und so fort. Herr Lukowitsch, Sie wollen jetzt noch mal ein bisschen den Optimismus steigern. Ne? Ich muss gleich mal die Frau Zweig hier zu Rate ziehen, weil ist das wirklich so ganz von der Hand zu weisen? Ist das alles nur Humbug, dass uns irgendwann die KI überflügeln könnte? Ich glaube, es ist eine Glaubensfrage. Wer von Ihnen glaubt denn noch, dass wir einen göttlichen Funken in uns haben, der uns beseelt? Und den können die Maschinen niemals haben? Wenn es den gibt, diese Hälfte des Raumes braucht sich nicht zu fürchten. Aber es ist tatsächlich, also ich habe wirklich den Eindruck, dass das Silicon Valley Angst davor hat, dass KI nicht so klug wird wie wir. Denn dann wäre das ja quasi der Beweis dafür, dass es Gott gibt. Ach du liebe Güte. Ich habe den Eindruck, dass ein Teil dieser Diskussion tatsächlich darin fußt. Denn wenn man ganz naturwissenschaftlich vorangeht, sagt man, das ist alles nur Materie. Wenn das alles nur Materie ist, dann wüsste ich auch nicht, was uns davon abhalten sollte, es nachzubauen. Wenn man aber religiös ist, und das ist halt der Teil, den man nicht beweisen kann, dann glaubt man nicht, dass das geht. Aber andererseits haben ja auch manche Silicon Valley Insider inzwischen, glaube ich,
zwar, also die gehen davon aus, dass man das irgendwann schaffen wird. Jetzt gerade, ich müsste den Namen nachsuchen, hat irgendein Silicon Valley Typ viel Geld, 10 Millionen Dollar, glaube ich, investiert, damit das genau nicht passiert, dass man sozusagen in die Gegenrichtung forscht, wie man das behindern kann. Also insofern scheint es da ja auch die Furcht durchaus zu geben, sowohl bei Leuten. Ja, eben. Also wer nicht an Gott glaubt oder an einen Gott, welche Religion auch immer, wer nicht an diesen spirituellen Gedanken glaubt, der geht davon aus, es ist alles Material und dann können wir es nachbauen. Du schüttelst den Kopf. Sie wollen jetzt wieder in die andere Richtung, ne? Ist alles. Ja, also zu meinem, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, dass ich diesen Begriff Intelligenz in dem Namen nicht mag. Und den mache ich eben deswegen nicht, weil Intelligenz assoziieren wir mit Menschen, mit Emotionen, mit dem sehr Menschlichen. Und indem wir von künstlicher Intelligenz reden, projizieren was in die Maschinen und projizieren zum Beispiel auch den Wunsch, irgendetwas zu beherrschen oder zu übernehmen. Ja, das fällt auf die Maschinen. Und da sage ich jetzt einfach nur Quark. Ja, also wir haben am Anfang gesprochen, das sind Algorithmen, die Daten statistisch analysieren und aufgrund dessen irgendetwas machen. Das ist das Positive. Das Negative, und ich sage immer, die Gefahr ist nicht die künstliche Intelligenz. Die Gefahr ist die künstliche Dummheit. Und zwar ist das Problem, sie bauen immer kleine Maschinchen, die irgendwas steuern und wo wir auch am Ende nicht wirklich hundertprozentig sagen, was sie tun werden. Von denen gibt es Millionen, die interagieren miteinander. Und was sich aus dieser milliardenhaften Interaktion von Dingen, die irgendwas tun, wo wir nicht wissen, was am Ende rauskommt, ergibt. Ja? Und diese Dinge steuern immer mehr vom Auto. Dann haben wir im Prinzip ein System, das eigentlich alles in unserem Leben steuert, das sich aus Dingen zusammensetzt, die wir gar nicht mehr verstehen. Und was da am Ende rauskommt, was der Geier. Ja? Das heißt, irgendwann mal kann tatsächlich sein, dass die Maschinen die Welt zerstören, aber nicht, weil sie das wollen und sie übernehmen, sondern einfach zu blöd sind, um es anders zu machen. Mhm. Ja? Und zu dem, was in der Zeit gesagt hat, mit der Religiosität, ich glaube, es gibt viele andere Bereiche. Wenn man so auf Quantum Computing kommt, ja, da kann ich bestimmte Dinge ja auch nicht vorhersagen. Das ist die alte Sache, wo man dann sagt, ich kann jetzt von dem Anfang des Universums nicht das Ende vorhersagen. Also ich finde diese Frage, was macht eigentlich Bewusstsein aus? Was macht den freien Willen? Sind wir nur Turing-Maschinen oder nicht? Das ist eine extrem spannende philosophische Frage, ja, über die man gerne nachdenken kann. Aber jetzt daraus zu schließen, wie gesagt, dass die künstliche Intelligenz, wenn die Maschinen nur schnell genug rechnen, dann plötzlich auf die Idee kommt, wir müssen die Welt übernehmen, ist einfach die Projektion unserer Urängste, ja, völlig irrational und unfundiert. Herr Baukar, also wenn wir jetzt die nicht übernommen werden von Robotern, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir zu Cyberborgs werden, also sprich, dass wir, jetzt gibt es eben schon diese Fitnessbändchen, die man sich umlegt, da wird einem schon gesagt, wann man mehr Treppen steigen soll, wann weniger, wann man zu viele Kalorien hat und so weiter. So, jetzt kann man sich wahrscheinlich im nächsten Schritt irgendwas implantieren lassen, gibt es glaube ich auch schon. Also man kann wahrscheinlich Körperteile auswechseln, man kann seine Intelligenz eben noch ein bisschen steigern, technisch und so weiter. Ist das wahrscheinlich, dass wir irgendwann solche Mischwesen werden? Tatsächlich? Also das ist dann kein Science-Fiction-Szenario mehr, sondern für einen Film, sondern... Ja, lassen Sie uns unterscheiden, ob das wahrscheinlich oder wünschenswert ist. Mhm. Wünschenswert vielleicht nicht. Hängt davon ab, ob Sie Kriegsveteran sind, Arm verloren haben, dann würden Sie sich schon über eine robotische Prothese freuen. Googeln Sie das, da gibt es wirklich, also was da in letzter Zeit passiert ist an Ersetzung von Körpergliedern durch Robotikkomponenten, Cyborgs sind Realität. Es wird passieren, die Leute, die das aktiv propagieren, nennt man Transhumanisten, die also aktiv daran arbeiten wollen, sozusagen unsere biologische Natur hinter uns zu lassen. Finde ich jetzt nicht so gut, bin ich aber eher neutral. Das ist, da muss man sich wirklich mal neutral machen, einen Schritt zurücktreten und auf die Technologieentwicklung der Menschheit schauen. Und es ist über 12.000 Jahre immer nur vorwärts gegangen. Es ist extrem plausibel, dass es so weit kommt. Ja. Werden wir das direkt noch erleben? Ich gehe davon aus, dass ich in meinem Leben noch wahnsinnig viel bahnbrechende Änderungen sehen werde. Zum Beispiel gehe ich fest davon aus, dass in meinem Leben jetzt wirklich echte künstliche Intelligenz auftritt. Die ist aber künstlich. Die ist also nicht die Intelligenz, die wir im Kopf haben. Die Frage ist, müssen wir davor Angst haben? Ich glaube, da projizieren wir immer unsere menschlichen Verhaltensweisen, eine gewisse Grundaggressivität. Gehen wir gleich davon aus, dass die Maschinen dann auch aggressiv sind. Das Problem ist, dass wir alle den Film Terminator gesehen haben. Ja, genau. Ich habe ihn nicht also gesehen. Also diese technologische Entwicklung schreitet voran. Implantate, ich war im März bei der CeBIT, da war ein Stand, da konnten sie sich so einen Chip in die Hand implantieren lassen, mit dem sie dann Türen aufmachen und bezahlen. Stand eine Schlange von 200 Leuten davor, war ich ein bisschen überrascht. Also das läuft alles, das passiert, das wird sich weiterentwickeln.
wir müssen das gestalten, wir dürfen uns davon nicht überrollen lassen. Aha, aber dann nochmal die Frage, wir müssen das gestalten, bahnbrechende Veränderungen werden auf uns zukommen. Wir haben vorhin festgestellt, politische Visionen fehlen etwas. Es gibt sogenannte, also eine Charta für, für Roboter, was Roboter dürfen, wie sie ethisch in irgendeiner Weise zu fassen sein sollten. Sowas müsste angedacht werden, ich glaube in Nord- oder Süd-, ich weiß nicht mehr, in Südkorea gibt es das glaube ich schon. Frau Hagengruber, was steht da, was müssen wir als übergeordnetes Konzept sozusagen haben von der Politik, dass das funktioniert? Ich bin eine große Vertreterin der Auffassung, dass wir die Geschichte kennen müssen. Nicht, dass wir die Geschichte kennen müssen, dass wir die Entwicklung kennen müssen, dass wir wissen, ich finde auch die Idee der Transhumanisten zum Beispiel, hätte ich überhaupt keine Sorge, sondern weil das, finde ich, ist gerade die pervertierte Version von, da ist ein lieber Gott. Nicht, das ist sozusagen, das ist sozusagen so ein Superwesen und wir erschaffen jetzt die Evolution neu und so weiter. Also das sind Spielereien, zwei Augen reichen nicht mehr, zwei Beine reichen nicht mehr, bitte drei Beine, bitte drei Ohren, bitte drei Augen, bei der Datenmenge, nicht, könnte vielleicht hilfreich sein, ich weiß nicht. Nur die Idee des Transhumanisten scheint mir, ich würde sagen, logisch paradox, denn mich selbst zu überschreiten ist irgendwie schlecht möglich. Also deshalb wird mir das scheint mir auch so ein bisschen so eine Prometheus-Vision zu sein. Das heißt, ich bin hier wirklich, wenn Sie nicht glauben, aber sehr konservativ. Ich würde hier in diese Sache und gerade aus der philosophischen Erziehung eine große historische, philosophiegeschichtliche, kulturgeschichtliche Erziehung immer befürworten. Und ich finde, das ist etwas, was das 20. Jahrhundert eigentlich verkehrt gemacht hat. Die hat so gesagt, also Dekonstruktion, Rekonstruktion, wieder auseinanderbauen, wieder zusammenbauen, das ist objektiv. Und das ist eben Käse, das weiß man natürlich im Informationszeitalter sowieso. So geht Wissenschaft eben nicht, sondern alles, was wir machen, ist eine neue Sache. Wir orientieren uns in einem, heute natürlich auch in einem Datenraum, aber in einem Informationsraum. Die Theorien, die wir erzeugen, die binden wir an alte Theorien an. Und diese neuen Theorien, und das ist interessant, das ist wirklich, was Sie geschrieben haben, die werden auch von unseren Maschinen erzeugt, von unseren Algorithmen erzeugt. Die sind heute Teil unserer Theoriebilder. Und das heißt, unsere Theorieentwicklung verändert sich natürlich auch. Und um diese neue Theorieentwicklung zu verstehen, müssen wir sie immer wieder zurückbinden an die Theorien, aus denen wir sie entwickelt haben. Und das würde meiner Meinung nach helfen, dass man diese komischen Visionen von absurden Dingen, die da durch die Gegend schwirren, und die Science Fiction beleben und so weiter, das ist schon ganz witzig. Aber das ist wirklich so, die KI und so weiter, die ist durchsetzt immer noch von den alten Science Fiction Ideen. Da könnte man auch mal weg. Ich denke, und jetzt eben in der Hinsicht ganz konservativ, eine Rückbindung an eine Kultur- und Philosophiegeschichte wäre ein sehr sinnvolles Mittel, um das erstens viel stärker zu etablieren. Die Wissenschaft muss etabliert werden und der liberale Geist und der mündige Bürger findet sich viel schneller zurecht in dieser ganzen Wissenschaft, wenn er diese Einbettung in die Kulturgeschichte. Der mündige Bürger ist gefragt. Wer möchte was beitragen, fragen? Jetzt die Chance, die letzten paar Minuten. Einen habe ich schon rechts an meiner Seite, der Herr Wilms. Und Herr Wilms hat, soweit ich weiß, eine kritische Anmerkung, richtig? Ja, habe ich. Und zwar, mir fehlt da unten in der Runde so ein bisschen der kritische Geist. Also Sie stellen Prämissen gar nicht mehr in Frage. Und für mich ist zum Beispiel die Frage, menschliche Freiheit kam zum Beispiel heute gar nicht vor. Doch, also, habe ich gesagt. Ich will autonom sein und nicht mein Auto soll autonom sein. Und schade, dass der Herr Google nicht da ist. Da hätte ich mal gefragt, was ist mit kommerzialisierten Datenmonopolen? Sind die noch aufzubrechen? Weil ich glaube, ein riesiges Datenmonopol ist das Ende der Freiheit und auch bei Google ja schon der Beginn von Datenmanipulation. Und wenn die Daten manipuliert werden, dann wird es mit der künstlichen Intelligenz vielleicht auch nicht in Richtung Intelligenz, sondern irgendwas anderes gehen. Doch super, dass Sie der kritische Geist sind. Das erste bleibt ruhig noch mal kurz hier, Herr Wilms. Vielleicht kommt mir noch eine Frage hinterher. Grundsätzlich haben Sie jetzt erstmal angesprochen, dass dort unten
so ein bisschen ihnen die Kritik fehlt, der kritische Geist, es geht auch ums Autonomsein. Das ist an die ganze Gruppe gerichtet. Herr Baukage, fangen Sie gerne an. Also bitte, jeder ist doch selbstverantwortlich. Ich habe noch nicht mal ein Smartphone im Jahr 2017. Wenn Sie autonom sein wollen, dann müssen Sie sich entscheiden, autonom zu sein. Sie können doch nicht anderen die Schuld geben, dass Sie gewisse Dienste nutzen, dass Sie irgendwo Daten hinterlegen. Wenn Sie das nicht wollen, dann dürfen Sie das nicht tun. Sie sind mir aufgefallen als der, der am System immanentesten schon argumentiert hat. Ich glaube, Sie sind schon in dieser Entwicklung einfach drin. Mein Appell war ja so ein bisschen, einfach die Prämissen noch mal in Frage zu stellen. Das machen Sie, glaube ich, nicht. Deswegen kann ich auch nicht mit Ihnen argumentieren, glaube ich. Aber hier gibt es ja schon mal zwei Sachen. Also eine Gelassenheit haben Sie auf jeden Fall. Da gibt es keinen Zweifel. Ob die jetzt auch noch irgendwie inhaltlich begründet ist, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber vielen Dank erstmal dafür. Marc, zu der ersten Frage, Frau Zweig. Vielleicht haben Sie auch noch was. Ja, ich glaube, es gibt mehrere Sachen dazu zu sagen. Also das erste ist, das Flugzeug fliege ich auf jeden Fall mal nicht selber. Also so ein bisschen Arbeitsteilung ist schon auch eine gute Sache. Zweitens, ich glaube nicht, dass der Bürger selbstverantwortlich gemacht werden soll und darf. Ich fühle mich überfordert, ganz ehrlich gesagt. Ich kann meine eigenen Daten nicht schützen. Ich brauche tatsächlich jemanden, der mir sagt, diesem Algorithmus kannst du vertrauen und dem nicht. Das wäre unsere Lösung und es bitte nicht dem einzelnen Bürger zu überlassen. Aber trotzdem schon auch sich reinzusetzen und diesen Dingern dann vertrauen zu können. Und können wir diese Datenmonopole aufbrechen? Ja, ich sehe jetzt mit diesem Datenspendeprojekt tatsächlich so eine erste Idee, wie wir alle dazu beitragen könnten, dass wir Daten als Gesellschaft nutzen können. Und Sie haben vorhin gefragt, was würde die Wirtschaft sagen? Was sagt die Wissenschaft? Herr Lukowitsch könnte Ihnen da auch Geschichten erzählen, ich auch, was wir alles nicht dürfen. Wegen Datenschutz, obwohl die Leute uns die Daten gerne spenden würden, aber es geht einfach nicht. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Idee, wie wir diese Datenmonopole aufbrechen. Und zuletzt, wir dürfen unsere Ressourcen nicht verschwenden. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wurde immer wieder gesagt, Facebook manipuliert für X, Google manipuliert für X. Mehr Grundlagenforschung bitte, weil alles, was wir nachvollziehen konnten, da war nicht viel dahinter. Also wir sollten wirklich gucken, wer tut hier was mit uns, und es gibt diese Datenkranken, das ist keine Frage, aber wenn wir immer schreien, da ist Feuer und wir sehen eigentlich gar keine wirklichen Evidenzen davor möchte ich warnen. Möchten Sie auch noch was dazu sagen, Herr Lukowitz? Also ich kann nur sagen, ich fand die Sache mit diesem Datenmonopolen ganz wichtig, ja. Und da ist etwas, was so ein bisschen widersprüchlich ist, denn sehr viel von dem gut gemeinten, wenn man sich Datenschutz anguckt, ja, was macht Datenschutz? Ich fange an zu verbieten und das Datensammeln schwieriger zu machen. Was bewirke ich dadurch? So Leute wie die großen Firmen, die das Geld haben, um drumherum zu machen, die machen es immer noch. Diverse Organisationen, 3- und 4 Buchstabenorganisationen, die machen es immer noch. Aber Bürgerinitiativen, der einfache Bürger, der fällt schwerer, ja. Und ich glaube, das ist also ganz wichtig. Die Frage meiner Ansicht nach besteht gar nicht darin, wie kann ich die Daten, die anfallen, begrenzen und das Datensammeln schwer machen, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass das Datensammeln nicht den Großen, den Bösen und den Mächtigen vorbehalten bleibt und denen nutzt, sondern etwas ist, was zu einer transparenteren Gesellschaft, zu einer besseren Diskurskultur und zu mehr Informationen führt. Halte ich also für ganz, ganz wichtig. Und noch eine Bemerkung zur Autonomie. Ganz viele Leute sagen, ich mag keine selbstfahrenden Autos, weil da fühle ich, dass ich keine Kontrolle habe. Da sage ich mal, Sie fahren mit Ihrem SUV 200 Stundenkilometer auf einer nassen Straße. Sie glauben, Sie haben Kontrolle? Die liegt hier schon direkt bei der nächsten Fragestellerin. Wie heißt du? Ich bin Andrea. Andrea. Meine Frage ist zum einen an den Herr vom Fraunhofer-Institut. Sie haben eben gesagt, dass Sie nicht glauben, dass diese Maschinen auch aggressiv wären, also dass wir diese Aggressivität vom Menschen aus auf die Maschinen gewisserweise übertragen würden, diese Angst. So wie ich das verstanden habe, füttern wir die künstliche Intelligenz mit Informationen von uns Menschen. So, es gab ja dieses Projekt mit dem Social Bot Ray, der war ja sehr rassistisch und den musste man irgendwann abschalten, weil er sich sehr negativ entwickelt hat. Müssen wir nicht aufpassen, mit was für Datensätzen wir die künstlichen Intelligenzen füttern, damit sie nicht genauso schlecht werden wie wir Menschen? Auf jeden Fall. Oder noch schlechter. Wenn Sie uns kurz einen Gefallen tun könnten, uns eine ganz kurze Einführung zu Social
okay. Bot-Ray geben, so damit wir es alle verstehen. Ja. Der Chatbot, der hier angesprochen worden ist, der ist von Microsoft im letzten Jahr ins Internet gestellt worden. Insbesondere auf Twitter war der aktiv. Und das war ein Programm, das getweetet hat und Tweets entgegengenommen hat. Also Tweets, die @Tay adressiert waren, hat er analysiert und geschaut, für was interessieren sich die Leute, was kriege ich hier für Tweets. Und dann hat er angefangen zu lernen, wofür sich die Leute interessieren und entsprechende Tweets getweetet. Und da haben sich die Trolle von diesem Forum 4chan im Internet verabredet und 6 Stunden lang intensiv rassistisch auf diesen Tay eingetweetet. Und der hat dann gelernt, Rassismus ist gut. Also der hat dann unfassbar rassistisch, also wirklich ganz, ganz schlimme Tweets abgesetzt und da musste Microsoft den sofort wieder vom Netz nehmen. Sie haben völlig recht, wir müssen unbedingt darauf sorgen, darauf achten, dass die Daten, mit denen wir diese Maschinen trainieren, adäquat sind. Ja. Das ist schon so. Das war, da sehen Sie an diesem Beispiel mit dem Tweet, der Tay Tweetbot, künstliche Intelligenz ist noch nicht wirklich intelligent. Was denen fehlt, ist Weltwissen. Das haben wir als Menschen, das werden wir auch noch lange so behalten, das wird uns noch lange von den Maschinen unterscheiden. Die können dazulernen, aber wenn wir nicht aufpassen, lernen die blöde Sachen und das war sehr blöd. Aber damit beschäftigen Sie sich ja genau, ne, Frau Zweig? Ja, und gerade da möchte ich jetzt auch mal sagen, deswegen bei Algorithm Watch, wir versuchen Chancen und Risiken zu bewerten und auch zu sagen, wer ist verantwortlich. Ich persönlich halte den Tay für wirklich ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Der hat nämlich gelernt, worüber sich die Menschen da unterhalten und das hat er gut gemacht. Wollen Sie wirklich, dass wir als Informatiker jetzt manuell in den Code reinschreiben, ach übrigens, darüber darfst du nicht reden und darüber darfst du auch nicht reden und darüber darfst du nicht reden. Sollen wir das entscheiden oder muss man dann an der Stelle tatsächlich sagen, das ist das Programm, das lernt, worüber ihr euch unterhaltet. Und wenn ihr es falsch trainiert, dann seid ihr als Gesellschaft auch daran schuld, was das Ding dann damit macht. Also ich glaube, dass wir hier wirklich nicht immer auf den Informatiker, die Informatiker zeigen können und sollen, sondern dass es uns klar wird, dass wir selber auch eine Verantwortung haben an dieser Stelle. Aha. Das ist noch weitere Fragen. Armin hat sich mit solch einer Beharrlichkeit gemeldet. Das macht ihm hier in diesem Raum tatsächlich kaum jemand nach. Jetzt ist es soweit. Du darfst deine Frage stellen. Ja, super. Ja, Sie hatten ja vorhin schon die Haftungsfrage angesprochen. Nun ist für mich die künstliche Intelligenz ein kontinuierlicher, selbstständig lernender Algorithmus. Das heißt, ein System ohne Grenzen. Wie soll man dann bei einem System ohne Grenzen wirklich die Haftungsfrage denn klären? Weil das lernt ja wirklich kontinuierlich selbstständig dazu. Wird es dann irgendwann so weit kommen, dass auch eine künstliche Intelligenz wie ein Mensch bewertet wird? Oder aber wie sehen Sie das? Der lernt ja nicht vor sich hin. Also ich meine, die haben wir noch nicht. Sondern wir geben dem einen ganz klaren Auftrag. Zum Beispiel, du sollst diejenigen erkennen, die rückfällig werden. Und dann sagen wir ihm, oh, du hast den in die Niedrigklasse kategorisiert, aber der ist 2 Jahre später an die Tankstelle gegangen und hat da jemanden ermordet. Das heißt, der lernt nur Rückfälligkeit. Der fängt jetzt nicht plötzlich an, was darüber zu lernen, wie man schöne Gedichte schreibt oder wie man philosophisch diskutiert. Da sind wir noch nicht. Das wäre diese allgemeine künstliche Intelligenz und davon sind wir noch weit weg. Naja, das kommt. Aber jeder hier im Raum ist doch ein System, das kontinuierlich dazulernt. Und trotzdem halten wir uns an ethische Normen und Gesetze. Und das könnte man ja auch von solchen Systemen verlangen. So, eine Frage gibt es noch, ne? Ja, eine Frage. Ich habe mir auch tatsächlich jemanden ausgesucht, und zwar Sie. Ich würde Sie wie alle nach dem Namen fragen. Mein Name ist Bernd Vohwinkel. Und nach dem Alter? 70. Ah ja. Künstliche Intelligenz, da kommt noch was auf Sie zu. Das haben wir ja gehört, das dauert nicht mehr lang. Ja, ich möchte mich gegen die Verunglimpfung des Transhumanismus etwas wehren. Und der Transhumanismus hat sich zum Ziel gesetzt, das Leid des Menschen durch Einsatz von Technik zu mindern oder zu reduzieren. Und das bringt natürlich auch schwierige Fragen mit sich und Probleme. Aber das Ziel ist eben die Verminderung des Leids. Und das, finde ich, ist ein positives Ziel. Wollten Sie dazu noch ein... Sie wollten es einfach loswerden. Das
Ich glaube, er wird um Meinung gebeten, wenn ich Sie richtig verstehe. Genau, ja. Ja. Also, was ist Ihre Meinung dazu, sozusagen das Leiden zu mindern, indem man die Maschinen weglässt? Wenn Sie Irak- oder Afghanistan-Veteran sind, Beine oder Arme verloren haben, dann fragen Sie nicht nach dem Sinn von Transhumanismus. Da freuen Sie sich über eine robotische Prothese. Das ist so. Also, da hat der Herr recht. Ja, diese Technologie kann Leiden vermindern. Natürlich, auch da gibt es wieder positive und negative Aspekte, wie bei aller Technologie. Darf ich ganz kurz noch eine ganz kurz letzte Frage, weil der Herr so energisch ist, wenn wir noch mal ganz kurz dazu kommen. Wie heißen Sie? Marc Lukas. Meine Frage, steht die KI in der europäischen oder westlichen Denktradition, die versucht, Bewusstsein vor allem rationalistisch zu erklären und auch mathematisch zu erklären, und greift sie damit nicht zu kurz? Und wir sind gerade hier in der Bundeskunsthalle, deswegen wäre für mich interessant die Frage der Gegenüberstellung von künstlicher zu künstlerischer Intelligenz und der Möglichkeit, dass der Mensch vielleicht auch befreit wird, dazu in Zukunft mehr Künstler zu sein und nicht nur Wissenschaftler oder Mathematiker sein Was zu müssen. Ist Ihre Frage? Meine Frage ist, schaffen wir es vielleicht als Utopie durch die künstliche Intelligenz bessere Künstler zu werden und damit was ganz anderes zu sein, als das, was die KI macht. Das ist doch eine wunderbare Frage an alle vier. Wenn Sie es möglichst kurz halten könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Also, beginnen wir außen mit Frau Hagengruber. Frau Hagengruber, ist doch eine Frage für Sie, oder? Also ich denke sowieso, dass genau diese beiden Elemente auch unsere Geschichte geprägt haben. Nicht einerseits das analytische, rekonstruierende, aber andererseits das gestaltende, was ich gesagt habe mit Prometheus bis zu Ishiguro und so weiter. Das Formen, das Gestalten. Und ich wäre bei Ihnen, ich muss auch sagen, nicht, das ist sozusagen auch eine Provokation an die menschliche Kreativität. So könnte man das durchaus verstehen und so würde ich das auch immer gerne verstehen. Also gibt es so einen schönen Spruch von Mark Weiser, das war so ein Begründer, jetzt nicht der künstlichen Intelligenz, aber so des ubiquitären Computing. Das sind so diese Computer, die überall eingebaut sind. Und er sagte, der Sinn der Technologie besteht darin, um das abzunehmen, was wir machen müssen und um Zeit dafür zu lassen, was wir machen wollen. Wie wir Menschen das nutzen, wird sicherlich etwas über uns aussagen, was wir sind als Menschen. Ich fände das eine wunderbare Zukunft, wenn es soweit käme. Ja, und ich glaube, wir sehen auch schon ganz viel davon. Digitalisierung, nicht künstliche Intelligenz, hat uns alle dazu ermächtigt, Filme zu machen, Musik zu machen. Und ich sehe ganz viel, also das ist der Teil des Internets, wo ich immer sage, da gehe ich hin, wenn ich nicht mehr denken will, da gucke ich auf eine schöne Kunstseite und gucke mir an, was andere Menschen so erschaffen. Also für mich ist das ein großer Gewinn des Internets und der Digitalisierung. Das ist doch eine schöne Vision am Ende, dass wir nicht nur künstlich intelligenter werden, sondern auch künstlerischer. Das finde ich sehr schön. Ich wollte aber trotzdem noch mal sagen, weil der Einwand durchaus berechtigt war von wegen kritischer Geist. Wir haben hier insgesamt Leute, die sehr positiv der KI gegenüberstehen. Und ich muss aber sagen, selber als jemand, der eine ganz normale, mündige Bürgerin ist, auch natürlich also Smartphone benutzt und alle möglichen Dinge, aber auch nicht so genau weiß, was uns das bringt. Ich habe viele große Skepsis, habe das aber jetzt in der Vorbereitung, und vielleicht kann man das auch so verstehen, als Chance gesehen, einfach erstens die Vorteile nochmal zu kapieren und dann auch zu verstehen, dass viel auch in unserer Hand liegt. Also ich will nur nochmal betonen, dass es hier überhaupt nicht so gedacht war, dass die kritische Instanz oder das Kritische fehlt, aber wir wollten natürlich an Sie weitertragen, dass da eben auch ein großes Potenzial hintersteckt und Sie aber auch alle auffordern, dass man das eben verstehen und damit umgehen muss. Und ich hoffe, dass diesbezüglich dieser Abend gefruchtet hat. Bedanke mich sehr bei Ihnen, bedanke mich sehr bei diesem Podium, bedanke mich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und bei der Bonner Bundeskunsthalle, dass das hier möglich ist, und kann Sie schon mal darauf hinweisen, dass am 6. Dezember die nächste Folge dieser neuen Talkreihe Science On stattfindet. Bitte kommen Sie wieder, diskutieren Sie wieder mit. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen angeregten Abend mit angeregten Diskussionen und wie gesagt, hoffe, wir haben einiges transportiert. Es ist umfassend das Thema, man könnte stundenlang weiter diskutieren, aber soweit das Input von uns. Danke.